Hi Leute, das ist unsere bisher längste Podcast-Folge, aber vielleicht auch die interessanteste, denn wir sind mit Bülent Ceylan richtig tief in richtig viele Themen eingetaucht, die die Gesellschaft bewegen. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ill. Hallo Leute da draußen, ihr habt es vielleicht schon gehört, wir haben heute einen wundervollen Gast und zwar Bülent Ceylan. Hallo. 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 Hi, hi. Hi, hi. Ich hatte gedacht, ich möchte dich gerne im Podcast zu Gast haben, weil ich dich so ultra sympathisch fand, letztens Backstage Dankeschön. Beim Buchstabenbattle. Und dachte ich, das wird bestimmt ein richtig cooles Gespräch. Kann ich nur zurückgeben. Ach, dankeschön. Und dann hast du ja noch gesagt, ja, also als wir gequatscht hatten, war es ja noch nicht offiziell, aber da hast du mir ja schon erzählt, du hast ein Buch geschrieben. Mhm. Und jetzt ist es auch schon offiziell. Es heißt Ankommen, aber wo komme ich eigentlich her? Nee, aber wo war ich eigentlich her? Wo war ich eigentlich? Scheiße. Egal. Ey, diese Untertitel, egal, aber ist auch witzig. Ja. Geil, ja, genau. Wichtig ist natürlich, ja, das Buch, man hört es ja schon raus, es hat nicht diesen typischen Comedy-Titel, ne, irgendwie so. Das haben ja oft meine Live-Programme, aber das Buch ist ja sehr biografisch und vor allem, ja, es zeigt halt ganz andere Seiten von mir, die auf der Bühne halt vielleicht keinen Platz haben oder bisher hatten. Und es ist allerdings schon so, dass ich mir bewusst war, dass ich da die Karten offen hinlegen muss. Mhm. Also zumindest mal im Großen. Also jetzt, ich sage jetzt vielleicht nicht, verrate jetzt nicht die Namen meiner Kinder oder so, aber ich rede schon, also den Namen meiner Frau sage ich, weil der immer wieder überall in den Medien da rum und dann wird der Name wieder falsch und so. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt komm. Dann habe ich gesagt, komm, der Name muss jetzt einfach mal richtig gesagt werden, weil das bringt ja nichts so, ne? Ja. Und weil kennst du das, so wird dein Name überall irgendwie und denkst dir, das ist doch, so heißt doch meine Frau gar nicht. Weißt du, so irgendwie, oder irgendwie von früher noch irgendwie, weißt du, so irgendeinen anderen Namen genommen. Dann, also da hab ich gesagt, komm, das wollte ich dann auch mal im Buch klarstellen und so weiter. Ja, und halt einfach, ja, ich erzähle schon sehr auch über meine Mutter und meinen Vater und die, also das, wenn du das Buch liest, dann hast du das Gefühl, ohne jetzt mich selber jetzt loben zu wollen, also, aber du hast das Gefühl, du hast so einen Kinofilm vor dir, weißt du, so ein Film, der in deinem Kopf sofort, also es ist nicht so schwer, es ist, was heißt nicht so schwer zu lesen, aber es ist schon Hochdeutsch, also nicht Dialekt, so wie weil viele das immer fragen, ist das im Dialekt jetzt, verstehe ich da überhaupt was? Ich so, ja, natürlich ist es im Hochdeutsch, aber natürlich, klar, so ein paar Wörter vielleicht mal oder so, aber dann auch erklärt. Aber im Grunde genommen ist es schon ein Buch, das ja, eine Achterbahnfahrt zeigt. Also weil viele ja immer denken, ich weiß noch, wie der eine oder andere mich anmoderiert hat, ey, du bist immer so, einer hat mich mal gesagt, du bist ein bisschen wie Gottschalk, du bist immer so positiv, immer so und ja, ich habe das auch als Kompliment gesehen, aber natürlich ist das Leben hinter der Kamera nicht immer, ja, du, ich meine, du kennst das ja selber auch, oder ihr beide, es ist nicht immer lalala, ne, und tralala und so. Man hat Höhen und Tiefen und das kommt natürlich im Buch vor und hast du mal ein Beispiel für so einen Tiefpunkt? Bitte? Hast du mal ein Beispiel für so einen Tiefpunkt? Weil das ist, glaube ich, sowas, ja, was hab, die... Ich habe mal ein Zitat, ja? Ich habe das mal jetzt hier zufällig vorbereitet. Das wirkt ja jetzt so, als wäre das ein Stichpunkt, das wir vorher besprochen hätten, den ich dann extra reinwerfe, nee. Aber das war es tatsächlich nicht. Nee, aber ich wollte dir nur sagen, da gibt es zum Beispiel, das habe ich auch gepostet, und zwar genau das, im Rückblick auf das eigene Leben sieht alles oft logisch und schlüssig aus, nach einem Plan, einem geradlinigen Weg, aber so hat es sich unterwegs nicht angefühlt, kein bisschen. Und das ist genau das ja... Warum ist es so? Weil ich eben 10 Jahre gebraucht habe, um einen Durchbruch zu schaffen, weil ich früh in der Schulzeit Mobbing erlebt habe und das nicht so nach dem Motto, wie soll ich das sagen, jetzt wurde man geärgert oder so, ne? Weil viele sagen, ah, ich wurde gemobbt. Mhm. Ja, was heißt das jetzt genau? Ne? Wurdest du ein, zweimal geärgert oder wurdest du einfach mal bloßgestellt oder wie war das? Bei mir war es viele Jahre. Also das war, und das kommt natürlich jetzt wieder auch nicht zu viel voran, aber das kommt natürlich im Buch vor. Und natürlich auch, woher kommt diese Sparsamkeit, die ich habe, irgendwo auch. Also natürlich gebe ich auch mal gerne Geld aus oder mit Freunden, wenn man, ne, wenn es denn wieder mal erlaubt ist. Und natürlich, da bin ich schon großzügig, aber
ich, woher kommen gewisse Existenzängste, warum ist das so, wieso, dann sagen die Leute, wieso du, wieso hast du denn, das liegt an einem gewissen, ja, was ich als Teenager erlebt habe, mit meiner Familie. Und wenn man das erlebt hat, dann versteht man auch vieles. Und das ist ja immer so. Man muss, wenn man einen Menschen sieht, der irgendwie was macht oder tut und denkst, hä, warum ist er denn jetzt so? Warum reagiert er denn jetzt auf das Wort so? Oder wieso ist er denn jetzt hier so empfindlich oder so? Dann muss man manchmal vielleicht auch mal hinterfragen, warum. Ne? Mhm. Ich habe mal den Glückler kennengelernt, ne? Den Glückler, Harald Glückler. Und dann fragt man sich ja auch manchmal, warum ist der so oder so? Und dann habe ich aber mal so ein bisschen sein Leben mir angehört und dachte, ah, alles klar. Mhm. Wenn man so einen schlimmen Vater hatte und dies und das, aha, das habe ich jetzt nicht gehabt, Gott sei Dank, aber andere Sachen, die halt passiert sind, die dann schwierig sind, auch finanziell dies und jenes. Aber du verstehst dann ein, oder Michael Jackson Beispiel, hat doch immer sein Gesicht operiert. Und irgendwann habe ich mal gelesen, der will halt nicht so aussehen wie sein Vater. Deswegen hat er sich immer mehr so in die, er wollte anders sein als sein Vater, weil er da auch viel Schlimmes erlebt hat. Also, ist ein krasses Beispiel jetzt, aber damit will ich nur sagen, manchmal ist es ganz gut, wenn man auch mal, bevor man vorurteilt, erstmal auch vielleicht sich hinterfragt, warum ist das so? Ne? Ja, total. Warum ist der oder diejenige jetzt da so zickig? Oder hat sie es einfach nicht gelernt? Oder ist es einfach, weil sie einfach die Nase so oben trägt? Und ich sage halt immer, es ist eine Charaktersache. Also manche sagen zu mir, hey, du bist immer noch so bodenständig. Ne? Bei dir ist ja genauso, Joyce. Also du, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du könntest auch sagen, hey, ich habe über 1 Million, 2 Millionen, was weiß ich, Follower. Ich bin einer der Ersten, die das hier so gemacht haben. Könnte man denken, vielleicht denkt, aber wenn man dich kennenlernt, merkt man ja auch auf Insta, du bist super sympathisch, lernt man dich aber privat kennen, noch mehr sympathisch. Also weißt du, was ich meine? Also, ja, das ist ja das Schöne. Mhm. Und wenn das natürlich der ein oder andere Kollege auch noch bestätigt, weil es wollen ja immer dann auch, du weißt ja vielleicht auch, hey, wie ist er denn eigentlich? Oder wie ist, lass dich doch mal kennen, wie ist denn die? Bei manchen sagt man dann gar nichts, ne? Weil man auch die Illusion nicht kaputt machen will. Weil es gibt ja manche, die sind so Fans von dem einen oder anderen. Wenn ich da jetzt was... das Problem ist natürlich, jetzt habe ich mich auch schon verhalten, weil wenn ich nämlich jetzt nichts sage, dann müssen wir... Ja, genau. Scheiße. Das nicht bei Joyce erzählt, wenn er nichts sagt, dann ist es nicht so gut. Nee, aber es ist so, wie soll ich sagen, wenn man ein Arschloch war, auf gut Deutsch gesagt, ja, ein schlimmes Wort, aber wenn man das vorher schon war, dann wird man es einfach noch schlimmer, wenn man Erfolg hat. Aber man war vorher schon eins. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass nur der Erfolg oder irgendwas auf einmal, so, weil manche sagen, ah, siehst du, guck mal, jetzt hat er Erfolg, jetzt hat er die Nase. Nein, das war schon in einem drin. Das kommt nur jetzt noch mehr zur Geltung, weil man mehr Macht hat, mehr Geld, was weiß ich, mehr. Aber letzten Endes ist es eine Charaktersache. Also ich denke, viele, ich kenne super, super erfolgreiche Menschen, die gerade die sind echt super bodenständig oft. Die wissen, woher sie kommen. Mir fehlt jetzt komischerweise Helene Fischer. Ah, ja, die habe ich noch nicht kennengelernt. Weil ich sie kennengelernt habe, weil wir Atemlos gesungen haben in Heavy-Metal-Version. Ja. Und da war es ja wirklich so, ich bewundere sie. Guck mal, ich bin Mettler und eigentlich weißt du ja, wie es ist, so mit Schlager und allem. Aber wie sie mit den Leuten umgegangen ist, also vor bei den Proben, von der Kabelhilfe bis hin zu, was weiß ich, ne, Regisseur, das fand ich so wirklich toll. Wir haben auch darüber geredet. Ich habe gesagt, das finde ich echt super, Helene, wie du das, dass du da so, ne, ich habe das beobachtet, sowas. Dann sagt sie, ja, aber deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich das auch mitgekriegt habe. Genau. Und dadurch, da merkst du anscheinend, worauf sie Wert legt und worauf, und dann, sagen wir mal so, dann gönnst du es einem noch mehr. Kennst du das? Total. Dieses, oh, der hat es so verdient, das sagt man ja oft auch im Deutschen, der hat es so verdient oder die hat es so verdient. Ja? Klar, letzten Endes, wir versuchen auch immer diese Neid- und Eifersucht bei manchen zurückzuhalten, wo wir wissen, da ist vielleicht privat voll das A-Punkt. Ne? Mhm. Aber letzten Endes ist auch nicht dein Recht, das zu urteilen. Ne? Mhm. Das sage ich mir da manchmal. Ne? Ist auch nicht, wenn du, ich kenne ja einen oder anderen, wo ich sage, oh, hey, krass. Und da muss man sich aber dann auch so wieder an den Kopf langen und sagen, hey, woher hast du das Recht? Ich meine, der liebe Gott hat sich was dabei gedacht, irgendwas hat er anscheinend oder wie auch immer. Oder es ist halt nicht die Chemie. Man muss ja auch nicht mit jedem Kaffee trinken gehen. Ne? Das ist auch sowas. Genau.
Aber wo du das gerade mit Helene gesagt hast, dass ich achte auch immer drauf, also ich achte weniger drauf, wie ist jemand zu mir, sondern wie ist der zu den Praktikanten, zu den Kabelhilfen und so, weil da siehst du eigentlich das Verhalten. Und den wahren Charakter. Genau, ne? Weil von mir wollen dann viele, dass ich eine Story poste und so. Klar sind die dann nett zu mir irgendwie und denken, ja, da kann man vielleicht was abstauben oder so, aber man muss eigentlich gucken, wie gehen die mit den anderen Leuten um. So, ja, ne? Genau. Ja, das ist ja auch so. Du, guck mal, wenn ich jetzt wirklich für jemanden Werbung mache, ich habe auch schon mal für einen Freund oder für einen Kollegen Werbung, wo zum Beispiel eine Mucke, die ich jetzt vielleicht jetzt nicht so privat hören würde oder so, aber wo ich sage, hey, der ist aber so ein Lieber, so oder was weiß ich, wo man das dann auch mal macht oder so. Ne? Da geht es aber darum, klar, man muss dann immer sagen, hey, wenn du es jetzt für den machst, dann kommen die anderen, hey, du hast es für mich auch gemacht. Hey, du hast ein Bühl in sein Buch angeschaut, jetzt musstest du für mich auch machen. Also, ja. Aber ich finde trotzdem, nee, das heißt noch lange nichts. Also es muss auch irgendeine Verbindung da sein. Hätten wir uns vielleicht nicht kennengelernt, wäre das vielleicht jetzt heute auch nicht entstanden. Es ist eine Chemie-Sache. Hm. Du bist in Unmacht gefallen, ich habe dir die Beine... Ja, stimmt. Ach, die Geschichte könnt ihr dann noch gleich erzählen. Noch erzählen. Ja, weil das war ja im Fernsehen nicht drin. Ich wollte ja eigentlich... Das hat man gar nicht gesehen, ne? Nee, und ich habe die... Du hast es mal ein bisschen gepostet, glaube ich, nur so kurz, ne? Oder genau. In meiner Story habe ich das so erzählt, aber ich habe die gefragt, ob ich das Material haben kann, weil die Kameras liefen, ja? Ja. Wollten sie mir eigentlich noch schicken, haben sie aber, glaube ich, entweder vergessen oder haben es dann doch oder nicht geschickt. Oder wollten sie es nicht? Ja. Vielleicht können wir es hinter diesem Podcast als Bild hinterher schneiden oder so. Vielleicht kriegen wir es doch noch irgendwie. Ja, vielleicht kriegen wir es noch. Ja, da, beim Buchstabenbattle bin ich... Das wäre cool, ja. Bin ich fast... Also ich habe so gemerkt, wie einfach so... Ja... wie ich so wegkippe, also dass ich einfach nicht mehr klar denken kann, dass ich merke, mir wird schwarz vor Augen und dann war Ruth ja, glaube ich, gerade mitten in der Moderation und ich glaube, im ersten Moment dachte die, was quatscht die Joyce mir hier die ganze Zeit rein? So, ja, hallo, ja. Hallo. Du warst ganz blass, ja, ja. Genau, und dann meinte ich, ich glaube, ich kipp gleich um. Und dann alle direkt so, oh, okay. Und dann meintest du ja direkt, Bülent, leg dich auf den Boden, kam es an, hast Beine hochgehalten und so. Und dann ging es ja auch zum Glück schnell wieder besser. Aber bist du umgekickt? Umgekippt, nee, schon, aber ich habe gemerkt, es war so kurz davor. Ich wäre von diesem Barhocker da einfach runtergefallen. Oh, das wäre richtig schlimm, weil der Barhocker war nicht so niedrig. Genau. Wenn du dann, also das geht so schnell und deswegen habe ich sofort hinlegen. Ist ja gut, dass du nicht so groß bist. Und die kam ja dann irgendwann, aber das war... Stimmt, aber du warst der Erste, der bei mir war auf jeden Fall. Danke. Ja. Der Super-Türk. Ja, genau. Nee, aber das war irgendwie so, ich meine, gut, ich habe jetzt mal Zivildienst gemacht und so Sachen, aber das war irgendwie so ohne nachzudenken. Da war mir auch, selbst wenn es eine Live-Show gewesen wäre, es wäre mir scheißegal gewesen. Was ich meine, so. Ja. Und dann natürlich, klar, mit Corona und Lockdown und hier Abstandsregelungen, nicht so, ne? Wir wurden ja alle getestet, aber trotzdem, da war mir das dann, da geht's um eine Person, die braucht jetzt gerade Hilfe, da kannst du dann nicht denken, oh, warte mal, darf ich jetzt anfangen? Nee, was heißt, das sind so Momente, da muss man reagieren und ich finde, ja, da macht es bei mir auch dann so irgendwie Klick. Auch schon in Live-Shows habe ich ja wirklich schon teilweise die eine oder andere oder ältere Frau oder jünger, wie auch immer, ist umgekippt. Nicht, weil ich jetzt auf die Bühne kam, sondern einfach, weil sie schlecht war. Ja. Weil sie einfach so schlecht ging und die hat irgendwie was falsch. Und dann musst du in so einen Tausender-Saal oder was weiß ich, oder so eine Arena, kriegst du es manchmal hinten gar nicht so mit, bis dann irgendwelche Leute rufen. Feuerwehr nicht, aber Krankenwagen, bitte, Hilfe, Hilfe. Oder so denkst du, hey, was geht denn da? Kriegst du es irgendwann mit, weil dann steht so ein Aufruhr, weißt du, alle sitzen ja und dann gehen da, und dann muss ich, dann gehe ich da runter von der Bühne und gehe da hin, ne? Und sagt so, dann ist mir dann alles egal. Ich war, glaube ich, eine Hassannummer gerade, also auch noch so, was, ne? Und dann passiert sowas und dann habe ich halt Kette ab, alles ab und dann, bin dahin und dann habe ich erstmal geguckt und habe gesagt, so Leute, wir machen jetzt erstmal, was weiß ich, 15, 20 Minuten Pause, weil ich kann ja jetzt nicht da Comedy machen auf der Bühne und die wird da abgeschleppt, weißt du, das geht nicht, das ist ja voll makaber eigentlich, so machst du irgendwann, kommt doch vielleicht so ein Witz, wo manchmal hast du ja deinen Text nicht alle sofort parat, vielleicht, weißt du, vielleicht kommt noch so ein Witz, was dann auch gerade nicht passt zu der Situation. Also du musst dann einfach mal abbrechen. Das ist halt mal so. Aber mittlerweile kann ich ja mit jeder Situation, was heißt, ich hoffe, mit jeder Situation umgehen. Aber das ist schon so eine Sache, wo man dann echt sagen muss, nee, da hilft jetzt auch kein Comedy.
Da musst du einfach jetzt einfach abbrechen. Und das fanden die Leute echt cool. Also das war das Krasse. Du denkst ja in dem Moment, oh Gott, jetzt musst du die Show, was machst du jetzt? Aber dann, als ich gesagt habe, hey, jetzt geht einfach nochmal in die Pause, trinkt nochmal was, irgendwas. Und die Leute haben echt applaudiert. Also es war für die alle so, Gott sei Dank macht er jetzt eine Pause, weil das hätte abgelenkt, das hätte die Konzentration, das wäre einfach nicht gut gewesen. Und ich glaube, das ist, man muss manchmal einfach aus dem Bauch raus handeln. Ja, und das kannst du ja scheinbar auch ziemlich schnell, weil du warst ja super schnell in der Situation jetzt mit mir. Wirklich, und das hat mir so ein krass sicheres Gefühl gegeben, weil ich habe vorher gedacht... Das hast du mir gesagt, ja. Ja, weil ich habe echt gedacht, ja, wenn ich jetzt gleich umkippe, vielleicht werde ich im Krankenhaus wach oder was auch immer. Aber du warst direkt da und man wusste dann, okay, da ist jemand, der kümmert sich. Und die aus dem Backstage, die haben das ja viel später auch erst gerafft. Die kamen, der Sanitäter kam ja viel später erst raus. Weil viele das auch nicht glauben können, dass das jetzt dir wirklich passiert. Ja. Oder dass du jetzt, das ist, die ist ein bisschen schlecht, okay. Mhm. Aber wie, jetzt legt die sich hin, Bein hoch. Also ich glaube, für manche ist es, bis die erstmal realisieren, ne? Mhm. Oder bis man überhaupt realisiert hat, ach Gott, wieso? Die war doch eben vorhin noch so gut drauf. Genau, ja. Da musst du aber ich war ja gerade, glaube ich, fast neben dir, ne? Da war noch diese Zuschauerin noch. Genau. Dann, ja. Ja, aber krass, also super schnell reagiert, weil ich in dem Moment selber gar nicht so schnell reagieren konnte irgendwie. Ja, ich habe es gemerkt, du warst, in dem Moment überlegt man nur, es gibt ja auch so manche, hast du das auch dann gehabt, wenn ich mir mit mir schlecht werde oder irgendwas, gerade in der Situation, wo es eigentlich jetzt nicht passt, ne? Dann kriegst du Schweißattacken, so irgendwie so wie Panik, so, oh Gott, ich kann doch so eine Show jetzt nicht einfach abbrechen oder so. Genau. Das ist mir mal passiert, als jemand, ich habe früher mal so Sätze gesagt als Hassan, weil ich vorhin von Hassan gesprochen habe. Als diesen Macho-Türke, ich kann Paranüsse knacken mit der Arschbacke. Ja, so. Und dann haben die Leute gelacht und dann kommt der Gag irgendwann weiter, weil hat jemand Paranuss, ne? Dann zeige ich es euch. Hat natürlich nie einer gehabt am Anfang, bis dann die Leute mal Nüsse mitgebracht haben und dann hat einer mal geschmissen, aber so brutal in mein Auge rein. Ach. So volle Kanne. Ich habe echt nur noch gedreht und es war richtig Schmerzen. So, jetzt konnte ich nicht die Augen offen halten, ne? So, und dann musste ich echt mal kurz abbrechen, ne? Ja. Dann, ich denke so, die Leute noch gelacht und weitergelacht, ah geil, Auge rein. Also die denken, das gehört alles noch irgendwie zur Show und ich konnte wirklich nicht mehr. Das war ein Schmerz, das hat so gebrannt, so getränt, rot, richtig rot, dass ich gedacht habe, was machst du jetzt? Ich kann so nicht weiterspielen. Es war echt so irritierend, das hat so gebrannt. Und das war dann für mich auch so ein Gefühl, ach, ich kann doch jetzt nicht abbrechen. Ich kann doch jetzt nicht abbrechen. Aber ich habe es dann machen müssen. Es ging nicht mehr anders. Ja. Und die Leute haben es dann auch verstanden. Ne? Aber ich habe, das ging echt, also es ging eigentlich auch nicht weg, aber so ein bisschen, so dass man die Show noch durchziehen konnte. Mhm. Aber das war auch so ein Gefühl. Und aber da habe ich mich so geärgert über den Typen. Wieso schmeißt der, zieht der da voll ab und voll auf mein Gesicht? Das war dann wieder so, wo du dann denkst, Leute. Aber Leute vor der Kamera haben doch immer das Gefühl, sie müssen so lange durchhalten, egal ob es ihnen jetzt gut geht oder schlecht geht, bis es wirklich gar nicht mehr geht, oder so? Also bis zu so einem Punkt, wo man merkt, okay, es geht einfach nicht. Aber das macht es wahrscheinlich auch diese Entscheidung dann für uns so schwer, zu sagen, so, ich muss jetzt abbrechen. Ja, weil man das ja eigentlich nicht macht, ne? Eigentlich zieht man durch. So. Ja, weil halt so viele Leute da mit dranhängen halt, ne? Das bist ja nicht nur du alleine. Ja, weil ich denke... Genau, das kommt auch noch dazu. Und ich denke, ich habe ja auch schon mit Fieber schon auf die Bühne, ne? Ja. Das kann man heutzutage gar nicht mehr sagen. Wie viel Fieber? Was hast du da? Nein. Also wo man noch normale Grippe hatte, so, ne? Ja. Das würde man heute jetzt nicht mehr machen, ne? Nee. Also, oder man wäre viel mehr sensibilisiert durch das Ganze, ne? Man würde sagen, oh, warte mal, nee, du kannst doch. Ja, also ich weiß auch noch bei Autogrammstunden, da sind manchmal Fans auf mich zugekommen. Ich weiß noch eine, die hat mich so umarmt, ne? Es war ja damals noch so alles, und so. Und ich merke, die ist so heiß, ne? Dann gibt die mir noch so hier links, so drückt sie sich so an mich. Und ich sehe, alles okay? Und so, ja, ich habe Fieber. Oh nein! Also, warum umarmst du mich denn dann und alles? Ne? Ja, ich wollte halt mal dich endlich mal berühren und zur Show, ne? Ja, Scheiße. Aber innerlich habe ich mich voll geärgert, ne? Weil da bin ich schon ein bisschen hyporon. Da denke ich, ey, warum macht die das denn jetzt, ne? Ich würde doch niemals mit Fieber jemanden umarmen, ne? Da war ihr das dann egal. Und das ist dann so, jetzt sehe ich den, da bin ich Fan. Ist ja auch, verstehe ich ja auch irgendwo, aber in dem Fall hat da alles...
Ne? Und ja, und ich bin wirklich eine Woche später wirklich super scheiß krank geworden. Musste ich echt ein paar Tage absagen. Ach, ja, krass, und das hat mich dann noch mehr geärgert. Das ist jetzt die Frage, ne, ob das wirklich daran lag oder ob es psychosomatisch halt war. Ja, vielleicht auch, ne? Das kann natürlich, aber ich denke schon, dass ich angesteckt worden bin. Aber natürlich hat das wahrscheinlich das Immunsystem noch mehr psychisch da noch fixiert. Man sagt ja auch, das macht ja viel aus, auch die Psyche. Aber ich glaube, das wäre heutzutage jetzt anders. Ne? Ich glaube, wenn man jetzt, wenn ich jetzt heute normal erkältet wäre, also sagen wir mal, wir hätten jetzt Corona gut im Griff und man würde jetzt erkältet sein, man weiß, man ist vielleicht geimpft und alles, aber man hat jetzt vielleicht wirklich mal eine normale Grippe, oder würde man wahrscheinlich Mundschutz dann selber anziehen und man würde nicht dumm angeguckt werden. Ne? Das ist ja dann, das oder die Leute ziehen vielleicht dann mehr Mundschutz an, weil irgendwann in ein paar Jahren, weil ich glaube, ich habe mir überlegt, ob das oder ob das wirklich so normal wird wieder wie früher. Das ist so manchmal, wo ich manchmal Gedanken mache. Sind die Leute jetzt wirklich sensibilisiert insgesamt, auch danach? Mhm. Oder weil früher war es ja so, wenn du da Mundschutz angezogen hast, um nicht krank zu werden, wenn du weißt, oh, der ist ein bisschen der Killer, so, dann hätte ich gesagt, oh Gott, ist der krank im Kopf, ey, wieso machst du das? Ja. FFP2-Maske, sowas gab es ja gar nicht irgendwie. Dann hätte man gedacht, was, der ist ja voll durch. Ja, man hat ja früher die Asiaten schon immer komisch angeguckt am Flughafen, wenn die ja mit Mundschutz denken, oh, die sind so extrem, ja, von wegen, ne? Ja, aber ich glaube so ein bisschen, also ich weiß das halt von meiner Schwester, die hat ja ein Kind. Und Kinder zum Beispiel brauchen ja eigentlich so ein paar Krankheiten, damit sich dieses Immunsystem überhaupt aufbauen kann. Und die Kinder werden ja jetzt auch alle gerade nicht krank, so, ne? Stimmt, ja. Und stimmt. So ein bisschen, glaube ich, ist es ja schon wichtig, dass man normalerweise jetzt mit sowas in Kontakt kommt. Deswegen habe ich gerade überlegt, okay, wie würde ich mich jetzt verhalten, weil will ich jetzt wirklich gar nicht mehr mit sowas in Kontakt kommen oder ist es nicht sogar wichtig, damit mein Immunsystem stark bleibt, dass man so eine gewisse Menge eigentlich noch... Ja, das stimmt. Also ja und nein. Ne? Ich meine, gut, jetzt jetzt mit 45, da denkt man, da bin ich eigentlich ganz froh, muss ich ehrlich sagen, dass ich jetzt, also wenn ich so zurückgehe, bin in diesem Jahr vielleicht, habe ich mal kurz, mal leicht so, aber jetzt so richtig krank, so man sagt, dass auch meine Kinder und so, ne, Schule, Kindergarten und so, da müsste man ja gerade Kindergarten, aber auch Kindergarten, obwohl die ja im Kindergarten keinen Mundschutz tragen, ne, die Kinder, weil die müssen ja noch nicht. Genau. Ist auch schwierig mit so kleinen Kindern. Ja, also das bin ich auch. Ne? Aber selbst da ist es weniger geworden. Und das wundert mich dann wiederum, weil ich dachte, Kindergarten, kein Mundschutz, dass da müssten doch eigentlich, ne? Aber es ist insgesamt so, wenn ich es auf das letzte Jahr so zurückblicke, echt auch. Und meistens ist ja so, wenn die Kinder, also wenn du irgendwann, wenn du Vater bist oder Mutter, dann ist ja so, wenn die Kinder krank sind, dann wirst du automatisch krank. Es war immer so. Warum ist das eigentlich so? Weil eigentlich die Erwachsenen müssen doch schon viel mehr quasi Informationen über, also das Immunsystem ist ja schon viel mehr ausgebildet. Wieso kann dann so ein Virus von irgendeinem Kind oder irgendwelche Bakterien, wieso können die dann die Eltern flachlegen? Ja, weil du mit einem Kind ja schmust und alles. Weißt du, du bist ja, wenn du jetzt einfach so ein gutes Immunsystem hast, dann ist ja so ein kleiner, ja, dann, wenn jetzt irgendeiner, was weiß ich, dann nimmt man automatisch Abstand und wird auch dein Partner würde sagen, hey, mal zu, ich bin heute erkältet, küss mich heute nicht so und so. Aber Kinder kannst du es nicht verwehren, also wenn dein Kind kommt, du kannst nicht sagen, geh weg oder, nee, also da ist mir egal, dann werde ich halt krank, ne? Das ist meistens dann so, dann meine ganz Kleine hat mir schon aus Versehen ins Gesicht genießt, ne? Also dann ist ja eh vorbei. Also wenn du da kriegst ja sowas von ab. Ja. Also da kannst du noch so stark das Immunsystem, gut, vielleicht gibt es manche, die halten auch das aus. Aber ich bin ja eh so ein bisschen sensibel in der Hinsicht, was so Krankheit, werde ich eh schneller so, bin da anfällig, obwohl ich jetzt auch auf Vitamine und alles achte. Ja, nimmst du Vitamin D? Ja, nehme ich wirklich. Was hast du für einen Vitamin D-Spiegel? Hast du den das mal weiß ich gar nicht. Bist du da Experte? Ja, Experte. Doch, schon ein bisschen. Ja, ich habe mich schon ein bisschen damit befasst. Wir haben ja auch ein Buch geschrieben und da war es auch Vitamin D. Also in dem Buch geht es um glücklich und erfolgreiches Leben, aber Gesundheit ist natürlich ein Teil der... Ja, klar. Des Glücks. Und geht gar nichts ohne Gesundheit. Genau, und Vitamin D ist halt schon sehr, sehr wichtig für den Körper. Ist eigentlich im Prinzip auch kein Vitamin, sondern ein Hormon. Und alle Leute, die ich kenne, die den Vitamin D-Spiegel haben messen lassen, die hatten einen Wert von 10
Und du hast eigentlich unter 20, gilt halt offiziell als Mangel, aber eigentlich kann der Körper erst ab einem Wert von ich weiß nicht, 35 oder so, das Calcium ins Blut einbauen. Okay. Und genau, deswegen ist eigentlich ein Vitamin-D-Spiegel von 50, 60 oder so, wäre eigentlich gut. Das muss ich mir merken. Ja, das haben die wenigsten. Deswegen, lass das mal kontrollieren. Das ist so. Oder wir schicken dir mal... fast jeden Tag so diese eine Tablette, da machen sie auch gerade Werbung im Fernsehen. Dieses Vitamin D, wie heißt das? 500 oder irgendwas. Ich glaube, die Werbung habe ich auch schon mal gesehen, ja. Hast du gesehen, ja? Diese gelbe Packung. Ja, da, genau. Die Werbung für Pharmazie, weil sie müssen eigentlich Prozente kriegen, ja. Nein, aber da nehme ich dann immer so eine zusätzlich morgens. Mhm. Ich glaube schon, dass das auch jetzt hilft, weil das soll ja auch die Entzündungswerte verringern und alles mögliche. Aber ich glaube, weil du gesagt hast, Ernährung, das ist das A und O. Ich merke das immer, wenn ich viel Zucker gegessen habe, dann bin ich für alles anfälliger. Weil, und auch so, auch Rückenschmerzen und so weiter, weil die Entzündungswerte gehen ja bei Zucker hoch. Ja, Zucker ist totaler Scheiß, klar. Oh, der Scheiß, ja. Aber man isst ja so gern, ich esse so gern Nutella und so. Ne? Dann, also wenn man es eine Zeit lang mal aufhört, dann denkt man, oh nee, das bappt. Ne? Stimmt, aber wenn ja. du dann mal wieder drin bist, wenn du wieder drin bist und denkst so, oh, Nutella das zum stimmt. Löffel. Aber wenn man lange Pause gemacht hat und der erste Business, dann denkt man so, ist viel zu krass, ne? Ja, viel zu krass. Aber wenn man dann wieder so drin ist, dann denkt man so abends mit Joghurt oder so, Löffel Joghurt, Löffel Nutella. Und ein Stück Brot. Das ist schon scheiße manchmal. Aber das sind dann so wahrscheinlich Corona-Endorphine, die man braucht in der Zeit, dass man so, oh, ich brauche irgendwas jetzt oder so. Das ist eigentlich Quatsch, ne? Also man kann das ja auch anders, es ist alles eine psychische Sache, aber klar, es ist klar, wenn die Kinder halt auch da gerne Nutella essen, wo mein Sohn gar nicht so mit Schokolade isst, der ist wirklich, das finde ich gut, aber dafür Gummibärchen. Ja. aber das ist dann nicht so süß, weißt du, für ihn. Also so, verstehe ich schon, was er meint. Aber die Kleine, die ist so wie ich, Schokolade und alles. Wir achten zwar darauf, dass es eben auch abends gibt zum Beispiel gar keine Schokolade mehr, weil die dann so aufdrehen auch nochmal. Ja, das ist das ja echt. Das ist ja wie so ein Zuckerschock. Das ist ja wie so, dann bleiben, weißt du, die sind eigentlich jetzt ist Bettzeit. Mhm. Und dann sind die, also so. Bei Kindern haut das ja sowas von rein. Ne? Voll. Und deswegen gibt es abends bei uns auch nichts Süßes mehr. Ne? Das ist das ist zwar manchmal für meinen Bub ist es nicht so schlimm, aber für die Kleine so, ich will aber Schokolade. Oh, ja. Aber ich habe irgendwo mal so... Ja, also wenn Wochenende ist was anderes, aber so, weißt du, wenn dann Kindergarten seit früh raus und so und du denkst, oh Gott, du willst als Eltern ja auch abends irgendwann mal in Ruhe sitzen. Ja, so mal einmal so ein bisschen die Nachrichten genießt. Und nein, genießen kann man die nicht, aber einfach mal ein bisschen abschalten, Netflix, haben schon alles geguckt. Ja. Das ist schlimm, ich habe in der Corona-Zeit Netflix alles schon angeguckt, ne? Fast. Das alles ist so, durch, ich kenn so. Ach, das ist schlimm, ne? Und Gott sei Dank geht es nicht nur mir so, aber was geil war, erster Lockdown war, also nicht dass der geil war, sondern der Haus des Geldes. Ja. Habt ihr das geguckt? Ja. Ich muss sagen, ich bin kein Serien-Junkie, gar nicht. Ich habe. Das ist eigentlich, wenn ich schon sehe Serie, oh Gott, nee, dann, weil denke ich immer, ah, da muss ich es weiter gucken und so, das ist dann für mich so Stress irgendwie. Aber bei Haus des Geldes, da bist du dran geblieben, du wolltest nicht, ne? Nico lacht hinten. das war wirklich so, ich wollte dann wissen, ich kann es kaum abwarten, dass die fünfte Staffel endlich kommt, weil das geht ja eigentlich weiter, da ist doch noch nicht das Ende da. Ach, stimmt. Ja, da ist doch irgendwie, die werden erwischt oder so, ne? Irgendwie und dann. Wird das schon produziert? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass auf jeden Fall noch eine neue Staffel kommt. Ach, geil. Ja, die kommt, ja. Geil. Voll Werbung gemacht für Haus des Geldes. Ja, und für Nutella vor allem. Und Nutella, scheiße. Also, nee, auch mal an alle, Nutella ist scheiße und Dreck. Chris ist aber wirklich, Chris isst ich so bin aber auch gar krasser. Kein Zucker. Ja, der ist richtig krass mit Ernährung und so, ja. Ja, ja, aber ich vermisse es auch überhaupt nicht. Also, das ist super, wirklich so. Ne, da bist du auch... Ja, wenn du einmal machst du auch davon, Sport? Bitte? Machst auch viel Sport? Ja, guck mal hier mein Bizeps. Ja, ist gut. ich mach schon so, ich gehe einmal die Woche joggen und mache halt so täglich so ein bisschen Liegestützen und so ein Kram zu Hause, aber ich gehe jetzt nicht irgendwie, also nichts. Wie alt bist du jetzt? Wie alt? Tja, Chris, ich hab's auch gesagt. Yes. Ja, ich bin 23 Jahre. Echt? Ja, ja. Nee.
Das ist ja echt jünger aus. Ja, ja, aber das hat er noch nie öffentlich gesagt. Ich weiß nicht, ob er hinterher sagt, das will er rausgeschnitten haben. Ich weiß auch nicht genau, ob wir das rausschneiden, ja. Nein, das ist super. Ja. Genau das ist die beste Werbung. Guck mal, wenn dann sagen die Leute, wenn man mit 23 aussieht wie 25. Wow. Ja, was willst du? Danke, ja, danke. Sie sieht echt verdammt jung aus. Also, und das sage ich nicht so zum Mann, einfach so. Aber ey, bei dir, und du hast noch einen Bart hier, so, weißt, wenn du jetzt auch noch... Was heißt, ich habe noch einen Bart? Ja, das hey, macht ja nochmal älter, meint er. Ja, ach so, okay. So. Ja. Ach so, okay, ja. Das macht ja normalerweise noch älter. Mhm. Ja, ohne Scheiß, also du hast dann echt super Gene auch. Ja, ja, aber ich sah immer wesentlich jünger aus. Ich habe an meinem 23. Geburtstag habe ich Alkohol gekauft, um feiern zu gehen und musste dann noch meinen Ausweis zeigen. Nee, ehrlich? Ja, ja. Da meinte ich auch so, ja, und bin ich älter als du zum Kassierer, der wahrscheinlich 25 war oder so. Nee, geil. Aber das ist doch super. Ich meine, ey, ohne Scheiß, wenn du gerade auch noch so mit Ernährung machst und allem, da kannst du ja dich voll drauf berufen, dass das eben auch damit zu tun hat. Ja. Ist ja so. Wenn man viel gesoffen hat und sein Leben, sag ich mal in Anführungszeichen, so, ja, ich war so ein Lebemann war, dann merkst du das den Leuten oft auch an. Also das ich kenne Leute auch in meinem Alter mit 45, wo ich sage, habe ich mich ganz gut gehalten, so, weißt du, so, ich denke, also ohne, ja, weil ich denke immer so, woran liegt das, weil ich habe ja nie geraucht in meinem Leben, nie Drogen, also klar, Glas Wein oder so, Weißwein oder so, das habe ich schon, trinke ich manchmal ganz gern so mit Frau, aber jetzt, wenn ich auf Tour bin, trinke ich fast gar nichts. Ja. Und das ist ja bei manchen eher so, wenn ich auf so bin, dann trinke ich. Bei mir gar nicht, weil ich denke immer, ich muss ja so immer 100% geben. Und warum soll ich jetzt da so besoffen, das ist doch scheiße fürs Publikum, das geht nicht. Und dann machst du ja auch selber kaputt. Aber du merkst halt immer, ob einer so gelebt hat, also jetzt nicht im positiven Sinne, sondern viel Party, verlebt, Nacht. Ne? Verlebt, es ist ja auch. Also, ja, verlebt. Genau, verlebt. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie, na, nicht was Gutes tut oder so, aber wenn man wirklich Spaß hat, keine Ahnung, wenn du Spaß hast, dir einmal in der Woche einen hinter die Binde zu kippen, das ist dann ja, glaube ich, das ist schon okay, weil das für die Psyche dann, das ist für den Körper schlecht, aber für die Psyche vielleicht gut. Aber wenn du natürlich jeden Tag das brauchst, ist es was anderes. Also letzten Endes ist es ja immer der Mittelweg und das Maß, ne? Also absolut. Ich bin zum Beispiel auch immer einmal die Woche feiern gegangen. Also einmal die Woche war ich saufen. Ja. Sonst lebe ich ultra gesund. Aber einmal die Woche saufen war immer Standard. Also ich bin aber froh, dass du das sagst. Ja, ja, bis vor Corona. Ich habe schon gedacht, Corona, wenn du jetzt noch gesagt hättest, hey, oh, weil ich habe schon so Weißwein, innerlich habe ich schon, sind die Alarmglocken gegangen, wenn du jetzt noch gesagt hättest, beim Teller schon scheiße, Weißwein, nee. Da hätte ich mir jetzt Gedanken gemacht, scheiße, ich muss jetzt wirklich nochmal alles komplett ändern. Nee, weil das ist jetzt für mich schon so ein Maßstab, wie du aussiehst, ne? Denke ich, scheiße. Ich dachte, ich sehe immer so jung aus, aber du siehst ja, du wirst ja 22 Jahren jünger aussehen als ich mit 5, jetzt. Ja, es ist vielleicht aber auch jetzt die Kamera, verloren. Keine Ahnung, und das Licht kommt von vorne, weißt du, das ist auch immer noch so. Nee, aber ich finde, Bülent, du siehst auch jünger aus. Ja, finde ich auch. Du hast ja auch hier guten Haarwuchs, gute Matte und so, das ist ja auch immer so ein Zeichen von, ja. Aber du, mal Joyce ist ja auch schon, du bist so, man denkt ja immer, du bist noch diese junge Influencer, oder wie sagt man da jetzt, Influencerin? Ja, ja, oder ist es schon wieder Schimpfwort? So ja, es ist irgendwie, Influencer ist immer so, irgendwie so ein bisschen so negativ. Klingt schon wieder jetzt, war früher nicht so, aber jetzt ist, klingt schon so, weil, weißt du, warum das so ist? Weil, glaube ich, da auch einige dabei sind, die richtig, wo du denkst, wie ist es dazu gekommen? Ja. Oder wo du denkst, ey, also viel ist da nicht im Kopf. Und bei dir ist ja, deswegen kann ich schon verstehen, das ist ungefähr so, wie wenn einer sagt, früher war das immer so mit Comedy, oder bist du Comedian oder Komiker? Mhm. Comedian klingt dann schon besser. Mhm. Oder Kabarettist, aber das ist dann schon wieder... Das ist schon so hochwertig, intellektuell. Das ist so hochwertig. Das, ja, dann denkt man, das ist mir vielleicht zu tief. Oder, ja. Also du musst dann immer so, ja, also es sei denn, du bist dann irgendwo in der Kabarett-Sendung aufgetreten, dann warst du eigentlich trotzdem gern der Comedian, weil dann alle gesagt haben, okay, wenn der schon da eingeladen wird, dann ist das eine niveauvolle Comedy. Ja, ja. Also es war so... Aber Komiker oder so finde ich dann schon wieder, das, weil man das auch als Schiff war, du Komiker, du, weißt du, so, das ist ja wieder so dieses, ne? Genau, wobei das eigentlich nicht Schlimmes ist. Ja. Und ich hab dann irgendwann mal gesagt, ich bin professioneller Depp. So, hab ja, dann das richtig ist geil. Dann habe ich dann gesagt, so, ich bin Profi-Depp. So, und dann, wenn man sich selber so auf die Schippe nimmt oder so ein bisschen niedermacht, dann kann auch keiner mehr sagen, ne?
ne, wenn du so Kritiker hast, ich meine, da hast du ja immer irgendwie, ne? Oder wenn dann einer schreibt, ja, also über das hat er halt nicht geredet, es war dann doch mehr, ja, Leute, ich habe ja gar nicht den Anspruch gehabt, jetzt über SPD, CDU und was weiß ich zu reden. Ja. Genau. Das ist so, es ist immer so, es kommt immer darauf an, wenn einer eine Erwartungshaltung hat, aber einen Kritiker, einen Zeitungsredakteur, wenn der einer reingeht in diese Show oder egal, und hat jetzt eine Erwartungshaltung, da muss jetzt Kabarett kommen. Oder er ist ein Kabarettliebhaber, dann merkst du auf einmal sofort, wie der schreibt. Ist es aber einer, der offen ist für Comedy und geht dann mit mir in die Show, dann sagt er, hey, da waren auch Kabarettelemente drin. Weißt du so? Ja. Der sagt dann, das war richtig zum Amüsieren und da war wirklich auch eine Botschaft hier und da. Das, ne, es ist immer so eine, und ich merke immer wieder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn jemand über dich was schreibt, gibt es echt Unterschiede zwischen Mann und Frau manchmal, ne? Es gibt, also die meisten, also statistisch gesehen, was ich so gelesen habe, viele Frauen schreiben meistens gut und bei Männern ist es mal so. Ach, meinst du, also jetzt wenn der mal, Autor entweder sie lieben dich oder sie zerreißen dich, ne? Ach so, du meinst weibliche Autorinnen, die schreiben besser über dich als Männer? Ja, also allgemein jetzt so, also es gibt da auch die ein oder andere, die mich vielleicht mal, ne, wo man gesagt, oh je, was allgemein? Was war die? Oder wirklich auf dich bezogen? Bei dir, okay. Ja, bei mir jetzt. Also allgemein kann ich ja nicht sagen, weil aber so, was ich jetzt so statistisch für mich, so, weißt du, man macht ja so, hat so seine eigene Statistik, so was alle Zeitungskritiken, die man so gelesen hat, dann guckt man immer, wer hat das geschrieben, aha, Alexandra oder was weiß ich, ja. Dann weißt du, okay. Aber natürlich gab es auch die eine oder andere, aber so statistisch gesehen bei mir waren dann doch mehr Männer, die dann irgendwie draufgehauen haben oder so. Ja, du bist einfach ein Frauentyp. So, das ist es wahrscheinlich. Jetzt kommt das Kompliment zurück. Gib ihm Faust. Cool. Nee, aber ja, das ist, hat manchmal auch, was heißt Frauentyp, aber es hat schon, es, weil du das jetzt sagst, das war ganz am Anfang, war das manchmal, nee, ich muss gerade überlegen, wie ich das mache, ohne eingebildet zu werden. Aber es war, ja, wie soll ich das erklären? Also, es gab Kabarettisten, die gesagt haben, ja, wir müssen halt mit Inhalt überzeugen. Weißt du, so. Und, so und du mit Optik, oder was? Ja, so ungefähr. Ja. So nach dem Motto, geh doch lieber irgendwo, gut, damals gab es keinen Bachelor, aber also sowas machen irgendwie so. Also du wurde dann gedacht hast, hey Leute, was wollt ihr? Ne? Das war, ist also nicht in unserer Branche war das jetzt nicht ein Vorteil unbedingt, also zumindest mal am Anfang. Krass, okay. Ja, später, als es dann so, ich glaube, Kaya war schon so der, so wo man sagt, oh, der ist schon so ein bisschen Popstar-mäßig mit seinem Käppi und smart, so, ne, ist aber witzig, aber so, das war so im Fernsehen so, ne, Mittermeier war ja auch schon damals so mit seinem Käppi und alles so, wo die Mädels gesagt haben, oh, der ist aber, ne, also das war nicht mehr so, dass ein Comedian, ja, das war nicht mehr so diese Art Comedians, wo man sagte, die müssen aussehen wie, ne, oder so, ne? Ja. Also das war dann schon so, und auch die Amerikaner haben ja das auch teilweise vorgemacht, der ein oder andere, wo man sagt, hey, ne, der sieht gar nicht, oder die haben einen guten Buddy oder so, wo du denkst, hey, für einen Komiker, ne, so irgendwie. Also ich glaube, das hat sich dann so gewandelt irgendwie. Und ich glaube, wichtig ist einfach das Gesamtpaket. Das ist so immer, sage ich immer. Für mich ist ganz wichtig, dass ein Komiker, egal wie er aussieht, eine Wärme hat, eine gewisse Sympathie ist es A und O, klar, aber diese, da kann er auch böse sein, wenn er irgendwo trotzdem sympathisch, also irgendwas muss man sagen, der ist aber eigentlich ein geiler Typ oder den mag ich oder den habe ich schon in der Talkshow gesehen, der kann auch mal so einen Witz machen, das ist okay. Ja. Also ich glaube, das ist immer so eine, auch eine Verpackungssache. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du jetzt was sagst auf Insta oder du, wenn jetzt ihr was sagt, wie ist das dann? Müsst ihr dann auch immer darauf achten, was ihr da sagt? Oder sagt ihr, redet ihr einfach? Weil heutzutage ist ja schon so, man kriegt, hat ja jetzt auch mitgekriegt hier mit den Schauspielern da, dieses, ne, alles dicht machen, da ging es ja richtig ab jetzt, ne? Also da kommt es echt drauf an, wenn du da dich auf irgendwas einlässt, was vielleicht doch nicht so gut war oder schlecht rüberkam. Also ich finde, Dieter Nuhr hat da, glaube ich, jetzt auch irgendwie ein Interview gegeben dazu und der meinte, ja, das war auch nicht so witzig, aber die Kritiker waren ihm auch zu hysterisch, die da abgegangen sind gegen die ganzen Schauspieler. Ja. Und das muss ich auch sagen. Also es ist das eine und das andere. Ne? Also man kann jetzt ein
weißt du, man, es ist ungefähr so wie, du warst mir immer sympathisch, aber ich suche immer einen Fehler. Wo ist, und dann habe ich einen Fehler gefunden. Und da haue ich dann drauf. Aber so richtig. Nicht so kurz, ey, das war nicht so gut, sondern ey, das war schlecht, du bist Rassistin, Joyce, wir haben es immer gewusst. Das finde ich dann zu extrem. Also dann, da sage ich, ey Leute, also das ist dann auch wieder, wo man dann einen sofort, also in die ein oder andere Ecke schiebt. Es gibt keine Mitte mehr, ne? Es gibt nur die Ränder und jeder regt sich auf, aber dass man wirklich, wie du ganz am Anfang gesagt hast, du musst den Background ja kennen und du musst ihn in die andere Person hineinversetzen und dann kommt man von den Rändern weg. Aber dann versucht man sich gegenseitig zu verstehen, ja, sich gegenseitig anzugreifen. Genau, und das findet halt überhaupt nicht mehr statt und dadurch werden beide Seiten gegeneinander aufgehetzt und der Spalt wird immer größer. Das ist traurig. Ja. Das ist super, es kann sich auch keiner mehr irgendwie mit Sachen wirklich auseinandersetzen. Die Leute haben eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Ameise oder so. Es liegt aber auch an Social Media, also auch an TikTok und so weiter und so fort. YouTube war damals ja schnell. So, ne? YouTube war das schnelle Fernsehen. Und jetzt ist ja YouTube, wer nimmt sich noch Zeit, in 10 Minuten YouTube-Video zu gucken? Die Leute gucken eine Insta-Story und TikToks. So. Und du wartest immer schon auf den... Das muss schnell gehen. Deswegen gab es auch die Sendung von Teddy im Fernsehen 1:30. Ja, ja. Weil die festgestellt haben, nach 1:30 ist vorbei. Ja, aber das führt aber auch dazu, dass die Leute keine Artikel mehr lesen können irgendwo, weil sie halt einfach diese Aufmerksamkeitsspanne haben, die so kurz ist und dass sie noch nicht mal... sich nicht richtig mit irgendwas auseinandersetzen, ja, Headlines lesen. Dass sie auch überlegen, stimmt das, was im Artikel steht, dass sie vielleicht den mal überprüfen. Das ist alles, das geht alles nicht mehr. Die lesen nur noch die Headline und sind getriggert innerlich und meinen dann ihren Frust irgendwie irgendwo anders rauslassen zu müssen. Das ist ganz, also die Entwicklung finde ich ganz, ganz, ganz übel. Ja, das stimmt, weil du das aber jetzt auch sagst mit dem nicht mehr so lesen können oder so zu viel. Ich habe das auch gemerkt jetzt, weil wir vorhin auch kurz vom Buch gesprochen haben, von meinem Buch. Da stand auch auf einmal so viele Anfragen für Hörbuch, ob ich denn auch Hörbuch mache, ob ich das auch selber lese. Und das mache ich ja auch. Mhm. Aber jetzt nicht aufgrund dessen, weil wir jetzt gerade hier das Thema hatten, sondern weil ich gedacht habe, das finde ich ganz gut. Das ist auch mal als Hörbuch, zum Beispiel, wenn du im Auto bist oder so oder irgendwie. Aber und fährst oder so und hörst es doch dabei mit, hast eine längere Strecke. So, das finde ich auch okay. Aber ich habe jetzt das gar nicht so weit gedacht, wie du jetzt gesagt hast, dass da auch dafür auch die Zeit fehlt für viele mittlerweile oder das zu schwierig, zu anstrengend ist, irgendwie alles zu lesen und so, was, 250 Seiten, ja. Oh Gott, bis ich da durch bin, nee, komm, höre ich immer ab, kann ich auch noch mal zurückspulen und so irgendwie oder irgendwie. Also ja, es gibt Gott sei Dank noch viele, die trotzdem sich auf das einlassen und so weiter oder auch hier, was wir jetzt gerade machen, Podcast, das sagen, nee, ich hab jetzt Zeit, ich will mir das anhören. Aber es ist schon so dieses Zack, 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 ja, TikTok. Und schnelle Belohnung. Und die Gags. Und die Pointen sind ja nicht mehr, weißt du, früher hat man sich echt überlegt, okay, wenn ich jetzt diese Geschichte anfange, wo geht das dann hin, welche Pointe habe ich, dies und das. Jetzt ist es nur noch so Situationskomik, so, hey, hast du gesehen? Hey, ja, gesehen. Hey, ne? Fertig. Also, so, dann muss also der Witz sein, wie ich das imitiert habe. Aber der Inhalt ist im Grunde genommen also relativ egal. Es ist so die Situation, ne? Oder ich steh da, krieg was in, so wie früher, die Torte in die Fresse, das ist der Gag, fertig, tschüss. Ja. Aber jetzt ist nicht mal die Torte in der Fresse der Gag, sondern einfach der Wurf. Was ich meine? Das meine ich. Also ja, okay, da ist jetzt was, was? Weg. So, weil die Zeit einfach, nee, aber das dauert zu lange, hat nicht gereicht. Muss man. Ja. Das ist schon so eine Entwicklung, die ich so ein bisschen, ja, wie du auch sagst, super schade finde und vielleicht können wir aber wieder einen Unterschied machen, weißt du? Mhm. Es kann ja sein, dass gewisse Generationen auch wieder sagen, nee. Ja. Zu schnelllebig. Es kann sein, vielleicht dass da irgendwann Corona dazu beigetragen, dass diese Schnelllebigkeit das zumindest mal vielleicht für eine Zeit lang, vielleicht nicht auf Dauer, aber weil der Mensch ist ja Gewohnheitstier, wenn das wieder losgeht, ich glaube, dann wird es erstmal abartig. Wenn ich das sehe, was in Miami was da für Partys da, wo ich dachte, ist das jetzt gerade, jetzt? Krass, ne? Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Hast du das gesehen? Wo die mit ihrem Ärschen wackeln und da richtig Party saufen, also wo du sagst, das ist ja so wie, also es ist schon orgienmäßig so die Partys. Krass, also so als vor Corona, ne? Ja, ja, aber Fasten und so nach dem Motto, klar, ich meine,
für die Theater und für alle wäre das natürlich super, wenn die Leute wirklich dann stürmen würden und sagen würden, hey, jetzt wir wollen das nachholen irgendwo. Das ist ja auch, also für die Kultur wäre das natürlich schon sehr, sehr gut, weil da gibt es dann auch viel nachzuholen. Aber ob das dann halt auf Dauer dann so ist oder überhaupt wirklich so wird, das ist so noch die Frage. Also das ist im Moment, kann man sich das gar nicht so vorstellen. Mhm. Überhaupt mal wieder so vor Zuschauern zu spielen, so das ist ja, also für mich jetzt, ne, der auf der Bühne immer oder Tour ist, das ist immer so, wenn dann heißt, ja, nächstes Jahr geht, da haben wir dann das und das geplant. Ich so, echt so? Wie viele Leute? Ach ja, kommen die wirklich? Ja, ja, meinst du, es dann, findet dann wirklich statt? Also weil man ja nur am Verschieben war, bisher nur am Verschieben. Und die Fans sind Gott sei Dank immer mitgegangen. Hast du denn eine neue Tour schon geplant für nächstes Jahr? Oder? Naja, die war ja eigentlich von seit Januar 2020. So, das Lustobjekt, ne? So, so heißt das neue Live-Programm. So. Da mache ich mich halt über alles mögliche lustig, aber Februar war dann die, also Januar waren die Vorpremieren, genau, und Februar waren dann die Arenen, die habe ich auch noch teilweise gespielt und das ging ja noch weiter und dann März war ja Schluss schon. März war ja vorbei. So, und deswegen habe ich das Programm eigentlich gar nicht richtig gespielt. Also richtig ausgespielt habe ich es nicht. Ich habe Autokino-Tour, habe ich dann so ein bisschen Best-of gemacht, so für Autos gespielt. Das war auch jetzt so richtig, die Lache habe ich da auch nicht so richtig mitgekriegt. So Beethoven in seinen letzten Jahren, so nach dem Motto. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Gag war, aber ich höre ihn nicht. Oder den Lacher. Aber das war dann so, wo ich gesagt habe, eigentlich muss es 2.0 machen. Also eigentlich musst du nochmal, wenn es denn losgeht, dann nochmal starten. Vergesst das, was da Januar, Februar war, ich fange jetzt einfach nochmal an. Weil es ja schade ist, beim Comedy-Programm ist es so, du kannst natürlich ein paar Sachen dazu machen und ein bisschen aktualisieren und klar kommst auch nicht von dieser Zeit ganz weg, weil die Leute auf der einen Seite wollen sie vielleicht schon auch ein bisschen Bezug haben, aber nicht zu viel. Also so witzige Sachen, die in der Corona-Zeit passiert sind, so, was heißt witzig, aber es gibt ja so ein paar Sachen, wo du sagst, ist total skurril oder irgendwie manche Sachen oder wo du sagst, ist das jetzt noch logisch? Nach Mallorca zu fliegen, volles Flugzeug, aber Theater leer. So weißt du, so irgendwie. Ja, ja. Oder die Hotels hier alle zu, aber dort alle könnt ihr hinfliegen. Ja. So, das ist so, wo, oder Dubai oder was weiß ich alles. Also da, was ich damit sagen will, ist so, das sind so Momente, wo vielleicht ganz gut ist, wenn man darüber mal als Komiker vielleicht das nochmal so verarbeitet, wo man dann sagen kann, ey, das war wirklich krank. Aber dann reicht das auch. Ich glaube, wenn du da kannst du jetzt nicht ein, zwei Stunden, weil die Leute haben dann auch die Schnauze voll, die wollen dann, das war so viel Leid, so viel Schlimmes passiert und immer noch, dass man dann auch irgendwann sagt, so, jetzt ist gut. Ne? Und deswegen, beim Comedy-Programm, das ist das Gute im Vergleich zum Kabarettisten, der ja wirklich total aktuell sein muss, ne? Der kann dann nicht sagen, ja, vor zwei Jahren, wisst ihr noch, die Comedy-Geschichten sind oft, die kannst du oft Jahre später noch bringen. Beste Beispiel Otto Walkes, ne? Der bringt ja teilweise Nummern, die er vor, was weiß ich, 30 Jahren oder was ich gebracht hat, die vielleicht ein bisschen moderner oder ein bisschen frischer gemacht oder so, aber abgedatet. Ne? Aber im Grunde genommen funktioniert es immer noch. Und das ist ja das Schöne am Comedy, dass du dann jetzt nicht das komplette Programm neu schreiben musst, sondern sagst, hey, ich mach's jetzt einfach noch die. Weil wir hatten ja schon viele Theater auch jetzt so voll und so. Die Leute haben immer noch ihre Karten. Also muss man vorstellen, die haben die jetzt schon seit eineinhalb Jahren oder was, jetzt schon, oder zwei Jahren sogar, haben ja teilweise auch schon vorher, also irgendwo im Schrank. Also die schicken mir dann ihre Eintrittskarte und vor allem geil, mittlerweile schicken die mir ihre Impftermine. Ach, das finde ich so geil. Die Leute, Fans schreiben mir, guck, ich lasse mich jetzt impfen. Ich habe schon mal den ersten Schritt gemacht, damit ich wieder zu dir darf. Also die Leute, obwohl das noch nicht Gesetz ist oder irgendwas, oder keiner, aber die Leute sagen sich schon selber, wahrscheinlich kommen nur die Geimpften da leichter rein. Zumindest zuerst wahrscheinlich. Ja. Und vorher hieß es, nein, da gibt es keinen Unterschied. Nee, aber es geht immer mehr in diese Richtung. Mhm. Und wahrscheinlich, wird auch so sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Oder man macht dann so für die einfach nicht geimpft werden dürfen, wenn die schwanger sind oder was weiß ich, irgendeine Krankheit, irgendwas gibt es ja auch gibt es ja gewisse auch Prozente, die kommen dann so wie bei den Rauchern, weißt du, so im Flughafen,
so einen Glaskasten dann. Ich stelle mir das immer so schwer vor, wie löst man denn so ein Problem dann? Dass okay, die Armen dann zeigen alle, das sind die Nicht-Geimpften. Das sind die Nicht-Geimpften. Ich weiß nicht, wie man das lösen will, wie man das in Veranstaltungen. Das wird, Gott sei Dank bin ich jetzt kein Veranstalter oder so, aber wie, oder da müssen sie sich auch noch was einfallen lassen, ne? Ja, also wie wollen die das lösen irgendwann? Hier, ich bin geimpft, ich darf rein. Es ist schon krass, das ist so wie im Film, früher so Future-Film. So hat man dann früher, wenn man so einen Film gesehen hat, ach Gott, wie krank. Nee, so wird es ja nicht kommen. Jetzt ist es so fast. Ja, also, aber schon... du lachst aber darüber. So. Okay. Nee, ich... Oh, das heißt... dich macht das traurig. Nein, ich finde es halt schon krass, so, was so ja, passiert. Ja, es ist krass. Ich muss irgendwie, was heißt lachen, ich muss, weil ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass es so wird. Mhm. Naja. Weißt du, was ich meine? Ich versuche das auch irgendwie zu verarbeiten irgendwie, wo ich dann sage, also, wie wird das werden? Also es ist so traurig, dass man sagen muss, entweder ich werde super traurig oder ich muss es jetzt irgendwie mit Humor nehmen, sonst werde ich verrückt. Ja, ja, okay. Nee, dann ist Humor der richtige Weg. Also das sehe ich auch so. Auch weißt da du? Manchmal Dinge nicht ganz so ernst nehmen irgendwie, weil... Ja, weil ich weiß es nicht, wie ich das... ich müsste ja dann Witze drüber machen. Mhm. Ich müsste ja das irgendwie dann... Aber wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und sehe, hier sitzen die mit FFP2-Masken... vielleicht sitzen ja dann hoffentlich dann, das dann echt nicht auffällt, aber wenn man dann schon so weiß, aha, da sitzen dann die und da sitzen die oder so, oder ich weiß nicht, oder ist es dann scheißiger, oder ist dann alles eh auf Abstand, ich weiß, ich habe gar keine Ahnung, wie man das, oder werden die dann einfach nur schnell getestet vorne, da gibt es ja jetzt auch mittlerweile, haben die ja so, wo man so reinpustet, das kommt ja, soll ja jetzt bald rauskommen, du pustest irgendwo rein, wie beim Alkoholtest, und die sehen sofort innerhalb von ein paar Sekunden, ob du negativ oder positiv bist. Das könnte vielleicht so eine Art, dass man sagt, wir lassen die alle da pusten, dann sieht keiner ein weißt du? So einfach so reinlassen dann und hoffen, dass dann die meisten geimpft sind oder wie auch immer, aber dann ist jeder, wenn er negativ ist, dann ist er drin. Dann gibt's einen, da kannst du nicht mehr sagen, ne, sind dann alle sozusagen getestet. Aber ob man das halt logistisch alles hinkriegt und ob man das finanziell, diese ganzen Geräte und was weiß ich alles, das ist so die Frage. Aber wenn es so wäre, dass wirklich so hier ist die Geimpften und da kann ich ja nicht auf die Bühne gehen und das so stehen lassen. Da muss ich ja die irgendwo, ich muss das dann so mit Humor nehmen, dass die sich dann auch nicht mehr schlecht fühlen. Ja. Weißt du? Dass ich dann eher sage, ey, voll unfair, guck mal, ey, das ist ja wie so, da könnte ich so einen Witz dann machen, wie im Flughafen mit den Rauchern, ne, die dann so in diesem Glaskasten da so, das finde ich schon irgendwie krasse Nummer irgendwie, So, also ich musste ich weiß nicht, wie ich das noch war, aber wenn es so ist, wird mir dann schon was einfallen, aber so einfach auf die, ich weiß nicht, das einfach so akzeptieren, weiß ich nicht. So, ja, hallo. Einfach so tun, als wäre nichts, meinst du, das ist auch komisch. Ja, ne? das geht nicht. Du kannst ja nicht irgendwie, du musst ja als Komiker irgendwie auf gewisse Sachen eingehen. Du kannst ja, wenn jetzt einer umfällt, muss ich drauf eingehen, wenn einer mit so, auf einmal, es gibt ja vielleicht auch die ganz Hypochonder, krasse, die vielleicht geimpft sind und trotzdem so eine Art 2, 3 FFP2-Masken noch, was weiß ich, wo du denkst, hey, und da musst du auch aufpassen, wenn du jetzt über so einen Witz machst. Ja. Vielleicht hat er wirklich eine ganz schlimme Krankheit noch, wo er sich einfach nochmal doppelt, dreifach schützen muss, irgendwie so, weißt du nicht. So, da kannst du auch voll ins Fettnäpfchen, ne? Ja, aber dann kannst du ja bald über gar keinen mehr einen Witz machen, deswegen, weil sich jeder, das deswegen, ist ja genau das Problem, heutzutage, Leute fühlen sich wegen einem mangelnden Selbstwertgefühl, wegen ihrem Scheiß auf den Schlips getreten. So, dann. Ja. Aber es ist schwierig. Ich verstehe Bülent voll. Ja. Weil man weiß teilweise einfach nicht richtig mit Situationen umzugehen. Irgendwie so. Ja, aber weißt du warum? Weil eben, und das ist genau der Anfang, was wir besprochen haben, dass die Leute sind so empfindlich geworden und machen dann entweder dieses Schwarz-Weiß-Denken und man, und es gibt Schauspieler, die sagen: Scheiße, jetzt ist das so falsch rübergekommen. Hoffentlich habe ich jetzt noch einen Arbeitsplatz. Ja. Weißt du, dass du jetzt schon so Gedanken machen musst, das finde ich schon traurig. Mhm. Also jeder weiß, der eine oder andere, der da mitgemacht hat, das sind ja keine Rechten. Ja. Das sind doch keine Rechtsradikale, um Gottes Willen. Aber vielleicht hat der eine oder andere einfach nur mitgemacht, weil die gesagt haben, der Jan-Josef macht auch mit. Kennst du das? Das ist ja so manchmal, du fragst irgendwo, wer macht denn da noch alles mit?
Und dann hörst du so ein paar Namen. Aber ich glaube, bei dem Thema, das ist schon was anderes. Also klar, man kennt das natürlich, dieses zu überlegen, wer macht da mit und könnte einem das auch Promo bringen. Aber ich glaube, bei dem Thema, das hat nichts, das hat nichts mit Promo oder sonst was zu tun. Auch vom Internet unterschätzt, diesen Shitstorm. Ja. Was wir YouTuber kennen das alle. Irgendwann hatten wir das alle schon mal so. Aber ich merke das immer wieder, dass Leute, die eher aus dem Fernsehen kommen, dass die, wenn die ihren ersten Shitstorm kriegen, damit überhaupt nicht gerechnet haben. So, dass die und damit auch nicht umgehen können. So, ich weiß, Barbara Schöneberger hatte mal irgendwann einen, weil sie gesagt hat, sie findet, Männer sollten sich nicht schminken. Und dann, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. So, ne? Nee, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und dann ist das komplette Internet, auch viele große YouTuber und so, zack, drauf. Ach, und dann ist sie auch, hat sie sich entschuldigt in Videos und so, ne, und ist wieder zurückgerudert. Hat dann auch erklärt, genau, dann hat sie auch erklärt, ich meinte ja quasi nur, ich stehe nicht auf solche Männer, die sich schminken oder so. Aber ich sage ja nicht, das darf keiner machen grundsätzlich. So, dann musste sie das alles ja, aber auch wenn das ihre Meinung wäre, ist es doch auch voll okay. So, jeder soll seine Meinung haben. Und heutzutage wird einem überall die Meinung verboten. Ey, das kotzt mich an. Ja, und ich verbiete mir das, mir die Meinung verbieten zu lassen. Ja. Naja, wenn sie jetzt sagen würde, ein Mann darf sich nicht schminken, klar, ne, ist dann auch eine Meinung. Das ist eine Meinung, dass sie das nicht gut findet und das ist doch okay, ja, so die hat Meinung. Auch gemeint. So, soll das niemand anderen verbieten, klar. Jeder soll das machen, was er will, ohne einen anderen zu, solange, jeder soll das machen, was er will, solange er niemand anders negativ beeinflusst, so. Das ist okay. Ja, ich glaube, das ist, dass der Punkt ist, wenn einer so in der Öffentlichkeit steht und sagt, Männer dürfen sich nicht schminken. Also Beispiel jetzt. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, was sie gesagt hat. Ich also weiß ich auch nicht mehr auch. Den Wortlaut. Ne? Sie ist ja auch, ich kenne sie ja auch und sie ist echt eine tolle Frau und alles, weil sie ist ja echt locker und alles. Aber wenn das jetzt einer, egal wer das jetzt sagt, dann hast du so eine Verantwortung. Ne? Das heißt ja immer, wir haben immer eine, du hast ja auch eine Verantwortung. Mhm. Wenn du jetzt sagen würdest, guck mal, wenn ein Präsident wie... Ich will gar nicht mehr sagen, aber dieser Trump sagt, hey, spritzt euch dieses Desinfektionsmittel. Und es haben wirklich welche gemacht. Also muss man vorstellen, wie dumm oder wie krank. Also da siehst du mal, was ein in jeder Position, egal ob es ein Präsident ist oder ein bekannter YouTuber oder wie auch immer, ich glaube schon, dass der ein oder andere sagt, stimmt, die Joyce hat das auch gesagt. Und jetzt hau ich da richtig drauf. So, also, und du hast das aber gar nicht so gemeint oder du hast es vielleicht gar nicht so, aber deswegen sage ich ja, es ist irgendwie schade, dass man auf alles achten muss mittlerweile, was du auch sagst. Also ich finde auch, man muss seine Meinung haben und muss doch nicht gleich jetzt verurteilen, weil ich meine, wir leben ja Gott sei Dank in einem Land, wo man nicht gleich ins Gefängnis kommt, wenn man irgendwas gesagt hat gegen den Präsidenten oder irgendwas. Ich meine, ich weiß noch damals die Erdogan-Geschichte, ich habe ja da Positionen bezogen und habe dann richtig Shitstorm gekriegt. Echt? Also ja, klar. Deswegen kann ich auch heute noch nicht irgendwie, würde ich jetzt nicht Urlaub machen in der Türkei so einfach, obwohl ich das Land ist sehr schön und da sind viele tolle Menschen. Mein Vater lebt zwar nicht mal, aber war ja auch Türke und da denke ich dann auch, hey, wie krass ist das denn, ne? Die Deutschen fanden das alle gut, also die meisten, ja. Aber die Türken, die hier leben vor allem, war so 50-50. Die einen super, dass du sagst, die anderen so, boah, aber die gehen dann richtig beleidigen, also richtig brutal. So, wo du dann denkst, hey Leute, also da denke ich dann auch so, hey, es ist doch toll, dass wir hier in einem Land leben können, wo wir eben echt noch. Ja, was heißt alles sagen können? Und jetzt hat man so das Gefühl. Musst du selber stocken, ne? Das ist schon krass eigentlich. Weil, wenn du weil genau das jetzt kommt. Ja. Es ist nicht so dieses, ich lande im Gefängnis. Ja. Das nicht. Aber dieses Wirtschaftliche. Ja. Also dieses, so deswegen haben ja auch einige Schauspieler dieses Video zurückgezogen oder ihre Videos, weil sie dann auf einmal, wahrscheinlich hat der eine oder andere gesagt, hey, mach's lieber weg. Du willst doch noch arbeiten, oder? Mhm. Ich bin mir 100% sicher, dass das ein oder andere das so in der Art auch diese Angst mitgespielt hat, weil das ist eben, ja, das hat, glaube ich, die haben das, glaube ich, bei, war das 3:09 oder so, da war der Jan-Josef wurde reingezappt und dann war der Laschet noch da und der hat das vielleicht auch nicht so gut gefunden, aber der hat dann gesagt, aber man darf doch noch sein, er hat Gott sei Dank, man kann jetzt sagen, was man will gegen diesen Laschet, aber er hat Gott sei Dank noch so ergriffen, hey, die dürfen doch trotzdem sagen, ohne ihren Beruf zu verlieren. So hat es so irgendwie so indirekt hat er das so erwähnt. Und Gott sei Dank.
Weil ich glaube, sonst wäre, wenn der jetzt auch noch gesagt hätte, das war schlimm und so, wie können Sie nur? Das war dann gut so nach dem Motto, hey, ich verliere dadurch jetzt nicht meinen Job. Mhm. Und das ist so das Schlimme. Also das dürfen Schauspieler und Künstler eigentlich nie diese Angst haben. Ja. Weil genau, dann passiert nämlich genau das. Wo ist der dann noch Künstler? Wo ist der dann noch, der auch mal provoziert oder der mal, ne? Genau, ja. Ich meine, ganz klar ist es, dass die Kultur vernachlässigt wurde. Wahrscheinlich am meisten von, oder selbst das habe ich ja auch gesagt, am Anfang noch, da und dort. Und dann musst du dir vorstellen, dann kommen manche und sagen, jetzt ist er so wie der Wendler. Mich, verwechseln mit dem Wendler. Ich so, was? Mhm. Was? Wie bitte? Ja, weil die können die Leute nur einordnen, entweder hier oder hier. Aber wie Chris eben gesagt hat, irgendwo dazwischen. Ja. Nee. Das gibt's irgendwie gar nicht. Es gibt nur Schwarz-Weiß-Denken und keine Graustufen. Das ist genau. Das stimmt. Und vor allem, dass sie dann auch noch so sagen, ja, jetzt jammert der auch. Hast anscheinend keinen Job mehr, hast nicht genug Geld auf die Seite. Das hat doch mit dem überhaupt nichts zu tun. Ich habe nur meinen Namen dafür genutzt, für die Techniker sind, die eben nicht diese Möglichkeit haben, in den Medien mal Aufmerksamkeit zu bekommen. Für meine ganzen Jungs, die arbeiten, das und jenes. Oder auch nicht nur für meine Jungs, sondern für überhaupt alle die Rigger, die Caterer, die alles Mögliche, die an so einer Tour dranhängen, an so einem Event oder überhaupt davon abhängig sind. Ja, du hast Mitgefühl gezeigt mit deinen Leuten. Ja, so, wirklich. Ja. Und ich habe dann gemerkt, hey, jetzt werde ich noch angegriffen, für das, bevor ich mich einsetze. Und dann denkst du, krass, jetzt denken sie, du bist derjenige, der hier sich beschwert. Also im Sinne von, mir geht's so schlecht. Das ist so, vor allem die haben dann auch nicht den Artikel gelesen. Ne? Das ist genau das, was du auch wieder gesagt hast. Die Leute lassen sich auch nicht mehr drauf ein. Die lesen dann so vielleicht eine krasse Überschrift, damit die Leute ja lesen eigentlich. Aber diese Überschrift reicht dann für den einen oder anderen schon, dass sie dann auf die schießen, statt das mal zu lesen. Es gibt ja so Überschriften, wo du denkst, oh, ist der auch auf... Das Witzige ist bei diesem, was wir mit den Schauspielern da gelesen haben, da war dann irgendwie Nora Tschirner. Tschirner heißt sprechen wir den Nachnamen falsch. Tschirner, doch, ja. Ja, genau, Tschirner. Gab ja diese Überschrift, hier Schauspieler und so, und dann war ihr Bild da. Und du denkst dann in dem Moment, ach, die hat auch mitgemacht. Gepostet. Dabei hat die geschossen dagegen. Also die hat dann wieder gesagt, das fand sie nicht so gut. Aber wenn du das jetzt, wenn du so jetzt einfach nur so guckst, ne, denkst du, ach, die könnte auch, dann würdest du jetzt vielleicht mit aufzählen. Weißt du, obwohl, und die dann sagen, nee, warte mal, ich habe gar kein Video gepostet. Also was ich damit sagen will, du kannst in den Medien die Leute lesen, lest doch mal, was da drunter noch steht. Genau. Das war doch, ne, oder du sagst jetzt was gegen, ich verstehe irgendeine Überschrift, Nazis, irgendwas, was ich, und dann ist dein Bild zufällig da drunter, weil du noch was dazu gesagt hast zu dem Thema. Aber dann gibt es so dumme Leute, die sagen dann, ach, hat die damit was zu tun? Ja, ja. Also, wo ich dann denke, Leute, lest doch mal. Ja. Das ist so schade. Ja. Ach, voll. Ja, mein Gott, haben wir da jetzt uns richtig politisch. Ja. Aber kann ich? Mach du. Ich hatte noch eine Frage zu, ganz am Anfang hast du ja vom Buch erzählt. Wollte da auch witzigerweise noch zum Buch. Ja, genau. Genau, zum Buch. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du darauf eingehen willst, weil du ja jetzt auch nicht die Buchstory alles erzählen willst, aber weil du ja gesagt hast, du hattest Probleme mit Mobbing und so. Mhm. Und wir wollen in unserem Podcast ja auch immer den Leuten so irgendwie was mitgeben oder letzten Endes zum besseren Leben verhelfen. Und hast du irgendeinen Tipp oder so? Oder wie du sagst, oder willst du erzählen, wie du da rausgekommen bist und dann den Weg zum Comedy-Superstar gemacht hast, quasi? Nein. aber es ist ja schon dann ein krasser Break wahrscheinlich von Mobbing zu auf die Bühne und da Erfolg haben. Und da wird ja irgendwas in dir, in deinem Kopf eingesetzt haben oder. Ja, wie hast du es geschafft? Ich glaube, das war, weil du das sagst, die Comedy war auch der Filter irgendwann dann auch. Ne? Das war, wie soll ich sagen, also wenn du in die Schule gehst und du wirst aufgrund deiner Kleidung erstmal gemobbt, weil du vielleicht Korthosen trägst, weil du keine Jeans trägst und weil du dir das erstmal nicht vorstellen kannst. Und der eine oder andere, wenn du es so erzählst, denkt die, ja, vielleicht weil du Türke warst und so, nee. Nicht, weil ich Türke war oder Halbtürke oder wie auch immer. Das war, weil ich eben mich gewissen Dingen nicht angepasst habe. Also in der Hinsicht, ich habe keine Streiche mitgespielt, ich fand es zu kindisch. Für mich war vieles zu kindisch schon. Oder ich habe dann nicht mit eine geraucht oder ich habe dann nicht
Jeans getragen oder so. Ich habe das dann später irgendwann gemacht. Mir hat das schon gefallen, Jeans, aber ich wollte es dann deswegen nicht, weil dann jeder gesagt hat, zieh doch Jeans an. Dann, weißt du, da kommt so ein Trotzgefühl. Jetzt so nach du, weil ich es ihm gesagt habe, jetzt trägt er Bühlen Jeans. So, das wollte ich so als Schüler, da denkt man ja anders. Das sind so da ist die Wichtigkeit von solchen Dingen ganz andere, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, na, zieh doch dann Jeans an, ist doch scheißegal, was der denkt. Aber in dem Moment, nein, da hatte ich dann so, hatte ich so meinen eigenen Stolz. Und ich muss das selber entscheiden. Das ist genau, ist auch bei vielen so. Wenn jetzt dir jemand sagt, Joyce, mach das so und so, und dann sagst du, nee. Und irgendwann sagst du, eigentlich hat er recht gehabt, aber ich mach das so, wann ich das für richtig halte. So, gibt so gewisse Dinge im Leben. So, und ja, und ich war, das war schon schlimm, wenn du dann nicht mehr in die Schule willst, aufgrund dessen, du wirst, und das ist ja nicht, sind noch nicht nur Worte oder so. In der Grundschule war das auch schon so. Also in der Grundschule hat es schon mal angefangen. Und da wurde es aber noch so verkloppt. Weißt du? Wie? Kennt ihr das? Verkloppen? Also. So. Ja. Krass. Rein. Ja, und dann hat die eine oder andere gewartet so, und dann gab es halt. Oder aber einer, der war, glaube ich, 2-3 Jahre ist der sitzen geblieben. War 2-3 Jahre älter, meine ich. Krass. Und das war so einer der großen Assis bei uns in der Gegend. Und der war halt auch, die Zähne waren schon fast draußen. Also der war schon, dem legte man sich besser nicht an. Und da hatte man auch gar keine Chance irgendwie, ne? Und das, wenn der dann einen dann auch noch so hier und da, und das ist dann, das ist so, und meine Waffe, also in der Grundschule war meine Waffe, mein Ehrgeiz. Es gab auf Mannheim-Waldorf nur wenige, die es geschafft haben, aufs Gymnasium oder so. Und da war, habe ich gesagt, okay, das ist dann meine Waffe. Mhm. Und das war dann, und das klingt jetzt heute ein bisschen überheblich so oder fast schon arrogant, wenn man das so sagt, aber es ist um Gottes Willen, ich kenne Hauptschüler, die sind teilweise intelligenter als Abiturienten, die dann, die halt einfach nicht die Möglichkeit hatten und dann nachgeholt haben, dann die Abendschule, dann dies und das. Aber das hat auch nichts immer damit zu tun, um Gottes Willen. Und aber in dem Moment als Schüler, da denkst du, so, und ich komme jetzt dahin. Und du, das war so eine Art, ich zeige dir es auf diese Art und Weise, meinen Worten, meiner Intelligenz. Das war die Motivation. Ja, das war meine Motivation raus als Grundschüler. Später im Gymnasium, da hast du ja nicht mal diese Möglichkeit. Also dann, weil da sind ja alle wenn du dann auf dem Gymnasium auch noch gemobbt wirst, dann sind halt gewisse andere Dinge, die dann später kamen und das war dann halt meine Comedy. Erinnert sich, dass ich dann irgendwann, ich habe dann Jeans angezogen, dann habe ich, ich habe da Jeans angezogen. Es war echt 2 Wochen Gesprächsthema und dann war es okay. Und es war wirklich, das war schon eine krasse Nummer. Also, krass, oder? Ja. Dann haben die Leute echt so, oh Gott, guck mal hier, der. So, und ich denke so, wow. Und es war für mich schlimm, diese 2 Wochen. Jeder hat gesagt, ach Bühle, du hast Jeans an, Weißt du, so wie. Deswegen bin ich ja heute noch, ich habe ja irgendwann öffentlich auch gesagt, ich bin für Uniform, ne? Für Schuluniform. Ach so. Weil, und ja, bin ich. Und in Deutschland hat man das ja verboten, aufgrund des, glaube ich, wegen Dritten Reich und allem und weil es so militärisch wäre oder so irgendwie. Ich weiß nicht, man hat das, glaube ich, deswegen war das auch einer der Gründe, warum man gesagt hat, nee, Freiheit, jeder soll sich anziehen, wie er möchte. Man soll nicht so gestrickt da, so geregelt. Aber ich finde das, wenn wir diese Vergangenheit nicht hätten, ich glaube, das wird trotzdem so wie in England, ist ja auch, ich finde, Schuluniform macht schon was aus, und man ist gleich, man hat dann, da kannst du nicht sagen, und in der Schule, guck mal, der hat Nike, es gibt ja Familien, die können sich das einfach nicht leisten. Ja, ja. Die können diese Klamotten nicht tragen oder was weiß ich, und es gibt ja echt da schon krasse Unterschiede, ne? Mhm. Und da muss man halt, muss man dann immer, also ich habe halt diese Erfahrung gemacht, ne? Deswegen sage ich immer, nee, ich bin jetzt nicht für Uniform, weil ich denke, nein, sondern Uniform, Reihenglied, Abstand, passt jetzt. Nee, aber dass man einfach gleich behandelt wird, weil ich habe das wirklich so erlebt. Und dann war natürlich das auch nicht damit getan, dass man jetzt nur Klamotten hat, sondern man war trotzdem immer noch so ein bisschen uncool, weil man so ein bisschen streberhaft war, weil man gesagt hat, ich will halt was lernen. Ne? Mein Vater hat immer gesagt, guck, dass du Abitur schaffst, damit du es besser hast als ich. Von welchem Alter reden wir gerade jetzt? Jetzt reden wir so mit 14, 15, 16. Okay. Ja, und dann habe ich dann halt irgendwann
Ja, und das ist eine Kurzform. Ne? In dem Buch wird es natürlich detaillierter hier und da auch beschrieben, auch gewisse Dinge. Aber wie ich da, weil du gesagt hast, wie ich da rausgekommen bin, ich habe dann irgendwann mal Boris Becker und so Sachen imitiert. Also Boris Becker hat mir geholfen. Geil. Boris Becker hat mich gerettet. Weiß der das? Ich weiß es, ehrlich gesagt, ich habe ihn mal schon mal getroffen, aber ich müsste ihm das mal sagen, weil der hat ja auch so auf die, der hat ja schon so viel auf die Fresse gekriegt, ja. Also psychisch da und dort. Also das wäre vielleicht für ihn mal wieder schön zu hören, sowas, ne? Du hast mich gerettet, was? Ja, vielleicht kannst du ihm ein bisschen Provision dafür abgeben. Ja, so, ja. Wie habe ich das gemacht? The choice, ich habe ja nur eine Wahl. Der hat früher so gelacht, also lacht er gar nicht mehr so. Aber früher so, super. Ja. Ja, das war dann so die Sache. Und dann haben die Mädels natürlich, klar, Mädels haben dann gelacht. Jungs haben die Arschlöcher damals, die haben gedacht, hey, wieso sind die Mädels nicht bei uns? Wieso sind die jetzt da beim Bühlen? Ja. Also, das ist so. Und die Mädels wurden ja auch ein bisschen älter und vernünftiger. Man konnte sich mal besser unterhalten mit denen. Und ich war ja schon auch immer ein bisschen, was heißt, weiter, Klammer so nicht sagen, aber so, ich habe halt nicht umsonst Philosophie studiert in meinem Leben und Politikwissenschaft irgendwie. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, vor allem Philosophie, dass ich sehr tiefsinnig auch privat bin und gerne mich auch über tiefsinnigere Themen unterhalte und auch kritisch und die Mädels, wenn die dann älter werden, merken dann auf einmal, hey, das ist eigentlich ganz schön. Da ist einer, der auch uns zuhört, der auch mitredet, der auch so, der uns Frauen auch versteht. So. Ja, es war ja damals in der Schülerzeit immer so, entweder du hast dich mit Frauen verstanden, weil du schwul bist, oder du warst einfach der liebe Bruder. Und das Zweite war ich. Ja. Ne, du siehst ja oft die jungen Mädels, wenn die dann mit Jungs wirklich zusammenhängen, dann ist so, ne, weil die dann auch irgendwo sich verstehen, weil sie sagen, der ist jetzt für uns auch keine, in der Teenager, keine Gefahr, der uns dumm anmacht. Also habe ich ja mal gefragt, ey, finde ich cool. Ich kriege das ja so mit manchmal und ich finde es ja, das ist auch wieder so ein Thema, wo ich dann sage, hey, diese ganzen Homophobie-Scheiße und alles da, ganz schlimm. Aber wenn das mal gar kein Thema mehr ist, ne, ob einer so ist oder so oder so, wenn das einfach nur, das ist der Matthias und das ist der die und ist das die und der, weißt du so. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das jemals schaffen, so irgendwann dahin zu kommen. Aber letzten Endes, um nicht jetzt wieder abzuschweifen, das war dann so der Filter. Mhm. Okay. Und dann haben die Mädels natürlich das cool gefunden und wie gesagt, das weil ich sagte, mein Bruder, das ist genau das dann, wo du denkst, du hast es dann geschafft, so mit 16, 17. Wenn dann die zwei, drei schönsten Mädels von der Schule sagen, hey Bülent, komm, lass uns mal Kaffee trinken gehen. Oh, so. Ja. Aber ja, Moment. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst doch jetzt gucken, wie du aus der Friendzone rauskommst. Ja, jetzt pass auf, das ist die Scheiße. Genau, das ist die Scheiße, das habe ich nämlich nicht geschafft. Du sitzt dann mit den Mädels und die Mädels sagen, hey, weißt du, warum wir dich eigentlich jetzt auch mitgenommen haben und so? Und dann denkst du, ja, weil jetzt gleich abgeht. Nein, dann sagen die, weil du bist wie unser Bruder. Ja. Oh, das ist das Schlimmste. Das ist so, wo man in dem Moment denkst du so als Mann, nein. Ich möchte nicht der Bruder sein. Ja, aber dann war der Humor quasi der Opener und der hat dann das positive Feedback gegeben für ein Selbstbewusstsein, wenn man so will, ne? Ja, kann man so sagen, auch, ja klar, ich denke schon, dann irgendwann hat man dann auch noch die erste Freundin, auf einmal merken die Mädels, hey, ne? Und vor allem, das war damals auch eine, was heißt Granat, aber das war schon eine sehr hübsche. Ich meine, ich weiß nicht, viele junge Leute. Granate, geil. Granate, ja. Das war, wie soll ich das sagen? Also meine Frau wird mir das verzeihen, das ist schon so ewig her. Also meine Frau ist sowieso diese zehnfach Granate. Also das war eine Granate, aber meine Frau ist zehnfach Granate. So, jetzt hast du ja gut. Nein, aber die, ich weiß nicht, ob die junge Generation das jetzt kennt, die jetzt auch jetzt uns hören oder sehen, die Romy Schneider. Das ist eine Schauspielerin, also du kennst sie noch vielleicht, aber die gibt ja junge Leute, die sagen, hey, Romy Schneider, dann googelt sie mal Romy Schneider in ihren jungen Jahren. So. Also ich glaube, die ist auch nicht alt geworden, die hat sie ja da, glaube ich, umgebracht. Aber die war eine ganz tolle deutsche Schauspielerin, hat wirklich ein wunderschönes Gesicht und so sah sie aus, wirklich, sie sah genau
wie so eine junge Romy Schneider aus vom Gesicht, also wie so die blauen Augen, die sie sahen, so. Und dadurch, dass ich dann mit dieser Frau zusammengekommen bin, wurdest du für die Mädels nochmal attraktiver. Ja, klar. Das kennst du, ne? Nee, ja. Das ist dann so. Ja, Social Proof heißt das, glaube ich. Bitte? Social Proof heißt das, glaube ich. Quasi jemand anders, der schon, der einen hohen Proof hat, also in dem Sinne, der gut aussieht, der hat den ausgewählt. So, das ist wie im Teleshopping, wenn da steht, nur noch 99 Sachen verfügbar. So, oder 1000 Leute haben schon gekauft. So, ja, da muss das ja gut sein. So, und, genau. Ja. So ist es. Da muss er ja was haben, wenn er mit der zusammen ist. So. Also ich glaube, das ist, da hätte ich auch aussehen können wie eine Mülltonne. Ich glaube, dann wäre es trotzdem cool gewesen. Was der? Wie kommt der jetzt mit der? Gibt es ja auch. Fragen wir uns ja wahrscheinlich heute noch, wenn wir gewisse Paare sehen. Aber, aber ich denke. Ja, das war so, glaube ich, der Filter in dem Moment. Und dann halt auch noch so die Art dann, und vor allem man wird älter, ne? Und dann ist für Frauen ja irgendwann mal auch wichtig, dass man mit einem reden kann. Ja. So. Das ist ja für Mädels dann ganz, ganz wichtig, dass der dann nicht mehr so der Bad Boy ist und sowas ist ich so. Also es gibt so eine Phase, dann gibt es wahrscheinlich wieder irgendeine Phase, wo die Frau dann doch wieder den Bad Boy gut aber oder so eine Mischung, ne? So immer so, ja, der muss so ein bisschen mehr, aber der muss auch so. Aber die Männer sind ja genauso, also die Männer haben genau, nur ich sage ja manchmal, manche Männer haben Ansprüche, dann denke ich immer, die denken dann, die Frau muss so und so aussehen, und dann sehe ich den Typen. Ja, guck dich selber mal an, machst, ne? Oder was? Ja, aber was macht er mit seinem Körper? Ja, genau. Er verlangt von einer Frau, dass sie so aussieht, dass sie Hammer, dass sie das und das, aber was gibst du denn dafür? Du kannst aussehen wie wie ein Scheißhaufen. Ja, gut Deutsch gesagt, mir ist der Kopf so scheißegal, ehrlich gesagt. Ich reg mich nur, also ich kritisiere nie, also ich finde sowieso, jede Frau hat was Schönes oder jeder Mann hat irgendwas. Ja, also mir ist es echt egal, wie einer aussieht. Hauptsache, der ist immer hier drin gut und hat eine gewisse Aura, also eine positive, was soll ich sagen, meint es gut. Weißt du, so, also ist jetzt nicht irgendwie so immer nur so negativ drauf irgendwie so und will alles niedermachen. Aber ich bin halt, ärgere mich nur dann und werde dann halt vielleicht auch oberflächlich, wenn ich dann sage, ja, aber wie siehst du denn dann? Weißt du, das würde ich aber nicht so sagen. Aber wenn ich höre, dass der so für einen hohen Anspruch hat, dann denke ich, hey, woher nimmst du dieses Recht? Also, das sind dann so, oder nur weil du Kohle hast, ist das okay oder was? Dass du dann, das finde ich dann, gut, dann gibt es auch immer die zweite Seite. Es gibt ja dann auch die Frauen, die sich dann trotzdem drauf einlassen, weil es ist. Ja, es ist da ein bisschen auch der Trade-off, ne? Aussehen oder Jugendlichkeit gegen Sicherheit in Form von Geld. Ja. Und das ist der Tausch. Warum ist das so? Das ist ja. Das kannst du in unserem Buch nachlesen. Ich glaube, das schicken wir dir mal zu. Das lese ich. Ja. Würdet ihr jetzt kurz sagen, warum das? Also jetzt so einfach? Warum ist das so? Ja, die Kurzversion ist, die Frau ist evolutionstechnisch gesehen das schwächere Geschlecht. Dadurch ist sie auf den, in der Steinzeit vor allem, und letzten Endes, wir leben halt in einer modernen Zeit, aber mit Genen aus der Steinzeit, ist sie auf den Schutz von einem Mann angewiesen. So, deswegen war Sex immer auch. Oder, also jetzt nicht mehr, aber damals. Ja, halt, genau, ja. Genau, natürlich, aber. Entschuldigung, gleich. Ja, aber da kommt es halt her. So. Genau, und dadurch ist Sex halt auch ein Risiko für sie, weil sie immer das Risiko hat, schwanger zu werden. Und dann, wenn sie dann nicht sicher ist, dass der Mann sie auch beschützt, dann ist es halt gefährlich. So. Und für den Mann ist es halt so, für den ist ja kein Risiko. Der bumst 100 Frauen, kriegt 100 Kinder und hat nichts am Hut damit. So, das führt halt dazu, dass wenn, ja, wenn... Wenn eine hübsche Frau über die Straße geht und 100 Typen fragt, ey, habt ihr Bock, hier ein Nümmerchen? Dann sagen halt, keine Ahnung, 60% ja. Wenn ein hübscher Mann das macht, dann sagt vielleicht eine ja. Also es gibt einfach einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Krass. Es geht jetzt auch gar nicht darum, um besser oder schlechter. Es ist einfach so. Diese Sicherheit spielt dann also eine Rolle. Genau. Und ich glaube, das ist aber nicht mal das Einzige. Ich glaube, also gut, das wird vielleicht sogar von da noch herkommen. Aber manchmal denke ich so, wenn ich die Generation von meinen Großeltern sehe, da waren ja einfach Frauen auch noch super darauf getrimmt, dass sie immer perfekt aussehen müssen. Die haben auf ihren Lockenwicklern geschlafen, also, damit die Haare sitzen am Tag. Und haben sich geschminkt, bevor der Mann auf war. Ja,
So ja. Sachen. Und das hängt natürlich immer noch, meine Oma hat meine Mutter erzogen, meine Mutter hat mich erzogen, auch wenn das jetzt nicht mehr so extrem ist wie früher, aber ich merke schon auch bei mir manchmal, dass so ein paar kleine Sachen noch hängen geblieben sind, weil das ja auch weitergegeben wird in der Erziehung auf gewisse Art und Weise. Ja, so. Klar. Ja, also da wird sowas wahrscheinlich auch noch herkommen. Genau, das stimmt, ja. Nee, also, das macht genau, auch Sinn, ne? Ja, aber deswegen, und da kommt letzten Endes der Trade-off her, Jugendlichkeit versus Sicherheit und Geld ist eine Form von Energie, / Sicherheit. So, das was ist also, haltet ihr von diesen ganzen Botox-Geschichten? Na nix, ich halte generell nicht so viel davon, was an sich machen zu lassen, außer der Leidensdruck ist halt extrem groß. Aber grundsätzlich im ersten Schritt denke ich... Wenn man jetzt Trauma hat oder genau, sowas. Ne? Ja, ja. Aber im ersten Schritt sollte man erstmal an sich... Oder irgendwas. Ja, das ist ja was ganz anderes, genau. Ja. Aber ich glaube, man sollte erstmal mit sich selber kennenlernen, selber ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln. So. Absolut, und dass man dann halt auch damit umgehen kann, weil niemand ist perfekt oder wie auch immer. Mhm. Aber wenn man halt dann merkt, okay, ich krieg's nicht hin oder so, dann finde ich es auch okay, was machen zu lassen. Vor allem die Leute, denen ist ja dann quasi oft die Optik wichtiger als die Gesundheit oder das Risiko, die Gesundheit zu gefährden, so mit gewissen Eingriffen auch. Ja, das ist ja auch noch ein ganz anderer genau. Aspekt. Aber ich merke schon auch, weil jetzt Botox ist ja auch so ein Ding mit Falten und Altern und so. Ich merke schon, dass es für mich jetzt auch nicht so einfach ist, älter zu werden. Ne? Also ich finde das auch nicht geil, wenn ich Fotos sehe von vor 10 Jahren und das mit jetzt vergleiche, dann denke ich mir auch schon, scheiße, sieht schon anders aus. So, ne? aber ich finde, das ist doch auch schön die Reife. Ja. Ich meine, du siehst ja immer noch Kind, also was heißt Kind, aber du hast so ein kindliches Züge. Lachen. Ja, oder wie, jetzt muss man auch aufpassen, wie man sich da ausdrückt. Was steht auf? Nein, nicht Kind. Ich meine, so, wie soll man sagen, so einfach so ein junges, ne, du hast so diese Wangen. Meine Schwester hat ja auch so etwas breitere Wangen. Das heißt, die hat dann auch immer noch dieses Jugendliche und dieses, wo man was einen nicht so schnell älter machen lässt oder nicht so das Markante oder so. Aber da muss der, also ich finde, das ist ja auch schön, weißt du, auch für Frauen, wenn die, ich finde, wenn so jemand wie du jetzt ein Vorbild ist für viele Frauen oder junge Frauen, die sagen, ey, guck mal, die Joyce ist auch schön alt geworden. Also mit der guten, positive... Ja, wie soll ich das erklären? Also so, die steht dazu, ne? Wie die Schrohwange zum Beispiel jetzt mit ihren grauen Haaren oder so. Jetzt hat die ja richtig so, die hat gesagt, nee, mach ich jetzt nicht mehr. Ich habe die ja letztes Mal getroffen, dann sagte sie, das wollte einfach auch für mich. Ich habe da einfach keinen Bock mehr gehabt und ich habe immer dieses Fan und einfach, ich möchte einfach dazu stehen. So. Und sie hat dann mir gesagt, es gab auch voll positive Resonanz, dass viele Frauen sagten, ey, cool. Ja. Weil es für viele auch manchmal so Stress ist, immer das zu... diesen Druck immer zu haben, ich muss, darf kein graue Haare, ich muss das, ich muss so geschminkt sein, ich muss... Und natürlich, klar, Schminken macht auch vielen Frauen natürlich auch Spaß oder so, wenn ich mir vorstelle, also das ist ja auch schon so, das muss man auch mal, hat man ja auch von früher schon, Frauen haben sich gerne geschmückt oder das ist ja, es hat ja auch damit einen gewissen Reiz für den Mann oder so, ich weiß es nicht, das kommt ja auch irgendwie so urmäßig irgendwas, da kommt ja auch eher. Das finde ich auch nicht, ich finde es sogar, ehrlich auch gesagt, schön so, auch ich mag zum Beispiel auch roten Lippenstift oder so, ne? Das finde ich, manche Männer, also mein Vater mochte das gar nicht zum Beispiel. Der hat zu meiner, ich weiß nicht, ob er jetzt eifersüchtig war oder so, oder so, aber ich glaube, deswegen, manche Männer sagen, dann kann ich dich nicht so küssen, wie ich das will. Ja. Aber ich sage mir, Hund, dann habe ich das halt hier. Ja, kann ich ja auf Toilette gehen, nochmal nachwischen oder was, ne? Ja. Ich habe ja keine Schminke drauf, außer ich bin jetzt in der Fernsehaufzeichnung, aber. Ich finde das, ehrlich gesagt, finde ich auch nicht schlimm. Also das ist so, es ist auch immer so die Frage, das ist, ich glaube, für viele Männer in der heutigen Generation ist es, glaube ich, auch immer, wird es auch immer schwieriger, auch nach dieser MeToo-Debatte und so. Da kommt jetzt, kommen wir wieder da drauf, darf ich sagen, ist das noch Gentleman-Style oder ist das schon eins drüber oder so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon so, ich glaube, Jürgen von der Lippe hat das auch mal sowas in der Art mal erwähnt irgendwo. Deswegen fällt mir das gerade so ein, weil er jetzt auch eine ganz andere Generation ist und so, wo man dann vielleicht den einen oder anderen Satz vielleicht einfach mal gesagt hat so und meint das aber wirklich jetzt nicht sexistisch oder so. Mhm. Da hat sich, glaube ich, auch nochmal was verändert, ne? So irgendwie. Wobei auf der einen Seite auch gut ist,
Weil ich finde, eine Frau muss sich echt nicht alles gefallen lassen. Und die Frauen haben echt in Deutschland so gekämpft für ihre Rechte, dass man sagen muss, okay, das ist ja das, was dann auch 2015 auch oder 2016 auch mit ganz, wo dann nochmal hochgekommen ist. Ne? Mhm. Werde ich ja auch darum gefragt, was sagst denn du dazu, wenn die jungen Männer dann da aus dem Aus. Ja, was soll ich? Weißt du, frage ich mal, was ich? Weil ich jetzt Kanake bin, soll ich jetzt dazu, habe ich die Lösung? Ich sage, ich wäre wahrscheinlich noch viel strikter gewesen, sage ich manchmal, wenn ich Innenminister wäre, ich wäre brutal. In der Hinsicht, aber da wäre ich auch mit den Deutschen brutal, die sowas machen. Es ist ja eigentlich auch egal, wer es macht. Es geht ja darum, es ist ja völlig unabhängig davon. Es geht nur darum, was gemacht wurde und das ist nicht okay. So. Und das, diese Debatte, wer ist eigentlich völlig daneben. Stimmt. So. Genau. Aber ich sage genauso, ich würde einen Deutschen auch, gut, der hat halt einen deutschen Pass, ne? Wo willst du ihn dann abschieben? Aber vielleicht nach Holland oder irgendwas. Aber auf dem Oktoberfest wird ja genauso, weißt du? Und da, warum hat man denn nie all die Jahre auf dem Oktoberfest, wo viele Kellnerinnen an den Arsch gekrapscht worden sind, warum ist da nichts? Weißt du, so, das ist so, wo ich dann auch sage, da haben bestimmt auch einige Kellnerinnen, vielleicht der eine oder andere sagte scheiße, ja, aber die eine oder andere fand es ekelhaft und schlimm. Mhm. Aber wurde vielleicht nicht gehört. Das sind alles so Dinge, ich finde, das ist auch Erziehungssache, ich weiß es nicht. Und da kann man auch nicht immer sagen, der Alkohol war schuld. Ich finde das immer so leicht gesagt, ja, der hat halt, er war doch alkoholisiert, er hat halt da an die Brüste, weißt du, das geht nicht. Ja. Du kannst nicht immer so, ich finde, da ist dann auch so Sachen, wo ich sage, da müssten richtig mal so brutale Strafen für jedermann, genau. Wobei ich auch schon erlebt habe, ich wurde auch schon angegrapscht. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Guck mal, aber wir Männer lachen darüber und das ist eigentlich auch scheiße. Eigentlich darf man nicht gern lachen. Aber es ist so, weil man gleich so, ja klar, du fandest es noch. Nee, ich fand es überhaupt nicht gut. Weil was wenn ist du dir denn passiert? Autogrammstunde, Foto und die langt mir so richtig an den Hintern und sagt, ah, hast du doch einen coolen Arsch. Ja, krass. Und dann denke ich, hä? Der Nico, ist Anfang 20, der verstehe ich die Welt nicht mehr. Was? Ja, sowas passiert. Willst du auch noch erleben vielleicht? Am Computer. Nee, aber das war so witzig, weil apropos Arsch, ich hatte so eine Bettflasche, ein bisschen Rücken heute, ich hatte so eine Bettflasche und die hatte ich die ganze Zeit hier auf dem Sitz, ne? Und die hatte ich natürlich dann weggemacht. Der Nico kam, setzt sich hin, warum ist denn der Stuhl so heiß? Da ist ja kein Arsch davon draufgeschissen. Sorry, ich brauche jetzt ein bisschen Filter nach diesem ganzen Gespräch. Aber dann sagt er, was? Nee, das war eine Bettflasche. Man hat gemerkt, er hat es dann geklappt, aber so richtig wohl hat er sich nicht mehr. Also die ganze Zeit hier vorne so. Er hat sich nicht mehr nach hinten geleert, so nach vorne hat er das alles hier so eingestellt. Das fand ich irgendwie so gerade. Nee, aber. Bülent, ich muss zugeben, ich habe lange nicht mehr. Ja, genau. Wir kommen jetzt gleich zum Ende, aber das will ich noch sagen, weil bei dieser MeToo-Debatte bin ich auch manchmal, jeder hat ja auch die Grenzen, ne? Wo ist jetzt meine Grenze oder wo ist von einer anderen Frau die Grenze oder wie auch immer. Mhm. Das ist ja auch oft ein bisschen unterschiedlich. Ich gebe aber zu, dass ich auch schon mal einem Kerl auf den Arsch gehauen habe. So. Ah, okay. Und mir nichts dabei gedacht habe oder dachte, und der fand es auch. Ich finde es super, dass du das sagst. Ich finde es so gut, dass du das jetzt sagst. Gerade jemand wie du. Und ich glaube, was heißt lockert alles ein bisschen, aber so, das sieht man, ey, ja, es gibt vielleicht die Situation oder die Situation, gerade macht's bei wem, also. Ja, genau, das ist nämlich genau der Punkt. Man kann das ja auch gar nicht so pauschal betrachten, sondern es ist ja was anderes. Mache ich das bei einem Fremden oder mache ich das bei einem Kumpel, mit dem ich mich gut verstehe. So. Yeah. Es ist ja genauso wie, wenn man jetzt unter Kumpels disst, man sich ja auch, da haut man sich ja auch Sachen an den Kopf, die man aber nicht so meint. Aber wenn ein Fremder würde das anders auffassen. Deswegen, das muss man ja individuell beurteilen, in welcher Beziehung stehen die Leute zueinander. Deswegen, grundsätzlich gilt ja einfach, die Grenzen sind zu beachten so und natürlich ist der eigene Körper ist eine Grenze so. Aber wenn ich weiß, durch unsere Beziehung zueinander, ist das völlig in Ordnung so, dann kann man das auch machen so. Und, ich habe jetzt auch nie einem komplett Fremden, der mich noch nicht, also ne, weil wenn ich
wenn ich von Typen angegrapscht wurde oder auf den Arsch gehauen wurde, die, wo ich noch nicht mal das Gesicht gesehen habe, die einfach hinter mir grapschen mir an den Hintern, ich drehe mich um und keiner war es gewesen und ich weiß nicht, wer es war. Scheiße, das ist wirklich total, das ist unangenehm. Geht nicht. Ne? So, das, vor allem will ich mich gar nicht mehr umdrehen, weil ich gar nicht weiß, wer es war und ich kann denjenigen... Du musst sie alle umhauen. Genau, alle ich umhauen. Kann dann auch nicht sagen, was soll die Scheiße? Gehabt. Ja, so man weiß ja gar nicht, wer. Und dann müsste man einfach mal durch die Bank. Aber ich habe das dann mal gemacht, also sagen wir mal so, wenn man in einer lustigen Runde ist und, also ich nehme jetzt mal als Beispiel so, als wir, glaube ich, mit dem Pocher oder so mal was gedreht haben, ne? So, und dann macht man ein Witzchen, dann streckt er seinen Arsch raus und dann habe ich einfach mal draufgehauen. So. Ja, das ist ja was anderes. Genau, ich habe aber vorher auch nicht gefragt. So, ja, aber das war ja auch, also. Ist komplett. Genau, aber es gibt halt Unterschiede und es gibt da manchmal, ne? Also man kann das nicht immer pauschalisieren. So. Nee, das stimmt. Also das Krasse ist, ich finde trotzdem, es ist gut, dass diese Debatte entstanden ist, weil natürlich es ja schon so ist, auch in der Schauspielerei oft, dass gewisse Regisseure sich schon die Macht, ich kenne da auch den einen, der dann auch, wo ich dachte, hey, es gibt junge Schauspieler, die wollen eine Rolle haben, dies und das, und es gibt aber Regisseure, die das dann auch ausnutzen und so nach dem Motto, okay, du willst die Rolle. Also das ist so, wie man so im Film das eigentlich immer denkt, so ein, wenn du einen Spielfilm guckst, du willst die Rolle haben, ja, da musst du schon was dafür tun. Also es ist eigentlich so ein ganz schlechter Pornofilm, so, aber gab es das überhaupt? Weiß ich, ich kenne nicht so viel, aber auf jeden Fall, aber gab es mal so eine Szene, weiß ich gar nicht, nee, das war der Handwerker. Nee, das war, aber weißt du, was ich meine? Ach, sie haben ein Problem am Rohr, ja, so diese scheiß Texte, ja, ja, Rohrproblem. Nee, aber, was ich damit sagen will, es ist unheimlich wichtig, weil dadurch haben sich viele auch mal frei gemacht und ich glaube, dass jetzt die Leute, die Machtpositionen haben oder denken, sie sind die Superstars, was auch immer, dass manche das vielleicht dann doch wirklich denken und sagen, ich kann das so, ich kann das doch, ich bin doch der und der. Das ist ja und wieder im Prinzip das mit dem, was du ganz am Anfang meintest, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern Geld offenbart ihn nur. So, und Geld gleich Macht und es gibt halt Prominentenstatus oder Regisseurstatus oder was auch immer. So, und wenn du dann in dieser Situation das irgendwie ausnutzt, dann warst du halt auch vorher schon ein Arsch. Also, ich weiß jetzt nicht, wo ich drauf hinaus wollte, aber. Deswegen muss man immer gut handeln oder um jetzt in meinem Philosophiestudium, wenn man um irgendwas was Gescheites zu sagen, der kategorische Imperativ von Immanuel Kant, kennt ihr den? Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit der allgemeinen Gesetzgebung gelten können. Also behandle die Leute so, wie du auch gerne selber behandeln möchtest, werden möchtest. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das A und O, ne? Weil ich glaube, deswegen sage ich auch oft, es ist scheißegal, wie du aussiehst, was für eine Religion, was für eine Religion, egal, du musst immer gut die Leute behandeln. Und das ist so, ich glaube, das müssen wir jetzt auch enorm wieder lernen, weil ich merke, diese Corona-Zeit hat viele Menschen wieder unfreundlicher gemacht. Mhm. Also man ist, klar, man ist auch genervt von der Zeit, man ist gereizter von der Zeit, das ist auch klar. Es gibt, aber wenn ich jetzt schon mitkriege auch, wie viele Kinder, ne? Weil ich habe ja auch eine Kinderstiftung, deswegen ist man da wahrscheinlich noch mehr da in dem Ganzen noch mehr drin. Aber wenn ich dann mitkriege, wie viele Kinder von zu Hause oder diese Nottelefon, dass die prozentual enorm gestiegen sind jetzt in der Corona-Zeit, dann denke ich, also da fehlt mir, dann weiß ich auch nicht, was ich, wie willst du sowas, du kannst ja jetzt nicht einfach reinstürmen, jede Wohnung und du weißt ja nicht, ne? Das ist ja immer noch, aber da muss auch viel mehr noch gemacht werden, da habe ich echt. Also, dass das Homeschooling schon anstrengend ist und dass das für die Kinder der Horror ist, für die meisten, das ist das eine, was da psychisch da noch, gemacht worden ist mit den Kindern, psychisch auch noch, das wissen wir noch gar nicht so richtig, was da noch verarbeitet werden muss oder was da noch getan werden muss. Voll. Aber man kann sich ja schon vorstellen, dass das, wenn es für uns schon nicht so einfach ist, am Anfang habe ich aber meinen Kindern noch gesagt, habe ich gedacht, okay, ich muss so wie bei, kennt ihr das, den Film Das Leben ist schön? Ich kenne den, glaube ich, wo der, nicht. Hast du ihn gesehen? Das ist so ein ganz toller Film, wo der, wie heißt der, Benigni oder wie heißt der? Ja, stimmt. Der hat ja einen Oscar gekriegt, glaube ich, auch dafür. Und da ist er doch auf die Sitze hochgesprungen, so war total happy und total glücklich. Und der ist ein toller Schauspieler und vor allem komischer, tragische
Tragic Comedy, sag ich. Der hat ja, der sind ja in, weil er Jude ist, die sind ins KZ gekommen mit seinem Sohn, getrennt von der Mutter und allem. Und er versucht seinem Sohn diese schlimme Situation, diese schlimme, diesen schlimmen Ort und wie auch immer, so wie ein Spiel aufzubereiten, als wäre das ein Spiel. So, wir sind jetzt, wir müssen so und so viele Punkte sammeln und dann kriegen wir jetzt, heute können wir nicht so viel essen, weil wir haben das und das nicht erreicht. Also er, und der Sohn geht diese Geschichte bis zum Ende mit. Es ist Wahnsinn, wie er seinen Sohn durch das ganze KZ-Lager in spielerischer Art und Weise durchkriegt. Also das ist eine tolle Botschaft, musst du dir echt mal anschauen, weil es ist echt ein toller Film. Also du lachst auch, obwohl es so schlimm ist. Mhm. Aber wie er seinen Sohn da durchkriegt. Und komischerweise, das kann man natürlich jetzt überhaupt nicht mit dieser Geschichte in dieser Zeit vergleichen, aber dieser Moment, seinen Sohn irgendwie durch diese Zeit zu kriegen, habe ich versucht am Anfang, als es der erste Lockdown kam und ich dachte, okay, wo die gesagt haben, hey, 1-2 Monate und so, irgendwann hast du vielleicht 3 oder so, irgendwann, dann ist es durch, das hat man ja damals noch so gehofft, gedacht. Und dann hat sie, okay, das schaffe ich vielleicht mit meinem Sohn. Dann habe ich das echt ihm so spielerisch gezeigt, pass auf, so und so. Aber irgendwann konntest du es nicht mehr. Dann war es ja irgendwann, ne? Irgendwann geht es dann an den Kindern auch so eine Zeit nicht einfach so vorbei. Und letzten Endes ist dann doch ein Film und eben nicht die Realität, dass du es dann doch schaffst, vielleicht deine Kinder da durchzukriegen. Je nachdem, was für ein Alter. Aber mein Sohn hat ja dann immer, also die ganz Kleine ist schon vielleicht, kommt vielleicht ein bisschen besser, weil die ist, ne? Aber so Schulalter, da die raffen zu viel. Da kommst du, und gerade wenn da noch getestet werden, die Schule, das ist ja Präsenz, das Thema ohne Ende, überall. Aber ich habe immer gehofft, ich kriege ihn da so durch diese Scheißzeit, aber es ist mir nicht gelungen. Ja. Ja gut, je nachdem ist unser Leben aber auch eine Simulation und ein Film, den wir uns irgendwann mal ausgesucht haben, als wir als Seele in dieses Bewusstsein oder in diesen Körper gegangen sind. Also das ist auch eine Theorie. Könnten wir jetzt einen philosophischen Podcast drüber machen. Ja. Bei Philosophie bist du ja beim Bülent auch richtig. Ja, das ist Wahnsinn, ja. Ja. Da gehen wir jetzt richtig in die Metaphysik und überhaupt, das wäre schon. Hey, das müssen wir fortführen. Ja, gerne. Ja, pass auf, wir haben immer noch so 3 Fragen am Ende, weil ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wir haben jetzt. Ja, dann mache ich nur eine von den 3 Fragen. Okay, ja? Eine darfst du noch stellen. Eine Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Ah, ich wusste eh, was kommt. Der Sinn des Lebens. Also. Das Schöne ist, mein Buch heißt ja Ankommen, ne? Mhm. Und ich sage immer, wer denkt, der Weg ist das Ziel, der weiß nicht, wie wichtig Ankommen ist. Ne? Mhm. So, weil es für viele auch... Der Sinn des Lebens ist Ankommen, meinst du quasi? Ja, also der natürlich auch der Weg dahin ist natürlich auch, aber in gewisser Hinsicht anzukommen bei gewissen Dingen. Das muss jetzt nicht um das Finanzielle sein oder irgendwas, weil das denken ja verbinden immer gleich welche damit heutzutage so, sondern es ist aber auch hier, für viele ist es so, du betest für die Frau deines Lebens oder die Familie zu gründen oder so und du merkst, jetzt bist du angekommen. Ne, sagst du ja auch automatisch manchmal, ohne drüber nachzudenken. Manche sagen zu dir, bist jetzt angekommen? Ja, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich den Mann gefunden, ich habe das so. Und dann merkst du, Ich wollte gerade sagen, oder bei sich selber ankommen. Das ist doch, sich selber zu erkennen und wer man ist und dann da ankommen, oder? Genau. Und trotzdem hat man ja immer noch Fehler, die man macht. Also das ist ja nicht so, es geht nicht perfekt zu werden. Das will ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich mache immer, ich habe auch bei meinen Kindern, wo ich vielleicht mal zugereist habe, dann vielleicht mal geschimpft, ey, warum hast du das nicht so gemacht? Und dann habe ich mich hinterher entschuldigt, weil mein Sohn gesagt hat, Papa, heute war es erst mal was ein bisschen unfreundlich, hat er gesagt. Ne? Also ich meine, das ist ja, ne? Aber ich war unfreundlich. Ja, du warst unfreundlich. Das fand ich nicht so schön, weil ich das und dann habe ich mich echt entschuldigt. Dann habe ich gesagt, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Und das ist auch der Sinn des Lebens. Es gehört alles dazu, sich auch bei Kindern zu entschuldigen, weil das ja oft so eine alte Tradition ist. Ich weiß von meinen Eltern noch, ich sage nicht, man muss sich nicht entschuldigen für den Erziehungsstil, wie man es gemacht hat. Ne? Ich bin der Vater, ich bin die Mutter. So, ich habe tolle Eltern gehabt, um Gottes Willen, aber es gibt gewisse Sachen, die dann mein Vater später dann entschuldigt hat, als er älter wurde, wo er dann sich einfach da mehr noch Gedanken macht, weil er gedacht hat, okay, die Zeit hat sich verändert. Mhm.
Mhm. Also es gibt immer so Dinge, also, aber der Sinn des Lebens ist es, glaube ich, das ist, da muss man, da haben manche ein Buch drüber geschrieben, das weißt du. Ja, ja. So, dann geht's jetzt also, los, doch mal eine Stunde. Also, das kann man eigentlich in einem Satz nicht, kann man so nicht beantworten, aber ich glaube, wenn mich manche fragen, warum würdest du ein Kind auf die Welt setzen, mhm, gerade in diesen heutigen Zeiten, wo ist da der Sinn? Dann sage ich, damit das Kind, so wie ich, die Liebe kennenlernt. Weil da kann die Welt noch, aber die Liebe kennt, dafür lohnt es sich, auf diese Welt zu kommen. Weil ich glaube, das ist mit all seinen, Tücken, sage ich jetzt mal so, nicht Türken. Türken. Nein, weil klar, natürlich, Liebe ist auch Verantwortung und Liebe ist auch Schmerz, richtig Schmerz, weil wenn es fängt schon da an, wenn es deiner Frau oder wenn deinen Kindern mal irgendwas nicht in Ordnung ist und wenn es so ein Husten ist oder so, dann leidest du sofort mit. Es ist so, es ist einfach so. Aber auf der anderen Seite ist es bedingungslose Liebe so zu haben. Wenn mich jetzt einer fragt, wenn jetzt immer kommt, würdest du wirklich für deine Kinder? Ja, ich würde es sofort mal für meine Kinder stellen. Das ist krass. Ich liebe das Leben, aber ich würde sofort für meine Kinder stellen, sofort. Ja. Das ist so, bei Kindern ist so, aber natürlich auch für meine Frau, ist ja klar. Die, ne, wenn jetzt irgendwas wäre und da würden 2,80 Meter Typ vor mir stehen, es heißt jetzt Leben oder Tod, dann okay, dann verreck ich, dann stelle ich mich davor, dann Schatz, geh du vor. Nein. Ich rette die Kinder. Ja, und für die Granate von damals. Nein, nein. Ja, genau, die Granate. Nee, aber das ist für mich so, wo ich dann sagen will, das ist so auch Sinn des Lebens und damit aber gleichzeitig auch dann der Tod, wenn ich mich opfer. Aber das ist so diese, hat aber auch eben, warum? Liebe. Also ja, das ist wieder die schöne Antwort. Und ich glaube, das ist... und das deswegen ist es auch das letzte Kapitel in meinem Buch. Das ist meine Frau. Oh, das muss man nochmal lesen. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, das war doch jetzt eine Runde, auch ein runder Abschluss. Aber ich wollte noch mit diesem Ankommen, ne? Mit dem nicht der Weg ist das Ziel oder beziehungsweise auch, aber Ankommen ist auch wichtig. Und dann hast du aber gesagt, dann ist man angekommen und das heißt ja nicht, dass es nicht weitergeht oder dass man dann fertig ist und perfekt ist. Das sind ja Zwischenstufen. Ja, es sind so wie so Treppchen, auf denen man immer wieder ankommt, ne? Und dann. Ja. Weiter geht's. Guck mal, es geht genau. Wenn du jetzt Kinder hast, dann kannst du sagen, okay, jetzt war das dein Ziel, Familie zu haben. Du bist angekommen. Mhm. So kannst du jetzt, wenn das jetzt das dein Ding, dein wichtiges, ganz enorm wichtiges Sache war. Aber dann haben die Kinder vielleicht irgendwann mal auch Kinder. Dann bist du irgendwann mal das erste Mal Oma oder Opa. Mhm. Weißt du, dann könnte man sagen, ist das jetzt ankommen? Oder ist das dann einfach noch, also meine Frau sagt was ganz Tolles, sie sagt, weil sie sehr jung ihre Mutter verloren hat, die sagt, was meine Mama jetzt erlebt, also meine Mama ist 79, das ist so wie so ein Bonbon. Ne? Mhm. Sie sagt, für sie ist das Wichtigste, dass sie wenigstens erlebt, wie ihre Kinder noch selbstständig sind, also groß sind, sagt man so schön. Ne? Ja. So, dass sie das erlebt. Ich sage, hey Schatz, ich will aber, dass du noch älter wirst. Also, ne? Ja, aber sie sagt, dadurch, dass sie diese Erfahrung gemacht hat, ne, so ist für sie das A und O schon. Mhm. Also alles andere ist dann nur so Bonbon. Also ankommen ist man dann schon, aber man verweilt dann, also ne, so, also es ist interessant, von welcher Perspektive. Der eine sagt, nee, ich möchte aber alt werden, ich möchte gerne meine Enkelkinder sehen. Nee, sei doch erstmal froh, wenn du deine Kinder groß siehst. Das ist so das Wichtigste, also das ist, glaube ich, das A und O, weil die Enkelkinder, die werden ja versorgt von deinen Kindern. Mhm. Also du bist nicht mehr so verantwortlich, es sei denn, du hast einen Schicksalsschlag. Es gibt ja auch Omis, die dann ihre Enkelkinder großziehen müssen. Ja. Das kenne ich ja. Wo du denkst, du bist, stell mal vor, das ist auch so. Du weißt halt nie, ne, was so im Leben passiert. Das macht ja auch das Spannende irgendwie auch. Mhm. Aber auch irgendwo auch Traurige, weil ich stelle mir jetzt eine Familie vor, die ist angekommen, so Bilderbuch, ne? Und dann passiert, Tochter stirbt oder und jetzt muss die Oma, obwohl sie gar nicht mehr damit gerechnet hat, gesagt, ich bin jetzt eigentlich nur noch Oma, jetzt muss ich aber nochmal richtig bemühen, dass ich alt werde, damit noch älter werde, damit ich meine Enkelkinder noch groß sehe. Also das stelle ich mir total schlimm vor. Mhm.
Also so, es gibt ja so Schicksalsschläge, wo der, und dann entsteht vielleicht aber dadurch nochmal so, und da kommen wir wieder auf Ernährung, dass dann die Oma auf einmal die nochmal komplett ihr Leben verändert, weil sie sagt, ich muss jetzt fit sein, ich muss jetzt fit bleiben, weil ich muss die noch großziehen. Ja, oft also, geht man auch mit sich selbst besser um, wenn man es für andere tut, ne? Ja, so, wie ich kann zum Beispiel immer besser, ich liebe es zu schenken. Mhm. Und Menschen glücklich zu machen oder zum Lachen zu bringen. Und ich finde, ich finde es auch schön, wenn ich lachen darf und kann, aber ich muss nicht so viel wie die anderen lachen. Also ohne, dass ich das Leben jetzt traurig finde, im Gegenteil, sondern ich finde es einfach, das geben zu können, das ist so viel, viel schöner. Und wenn das wieder mehr Menschen lernen, dass das eigentlich doch schöner ist, dass es dich viel reicher macht, wenn du geben kannst. Mhm. Also die, was haben, sollen auch geben. Ja. Ne? Jetzt freut sich wieder die Linke oder so. Die Parteien der Fahrt feiern. Ja, aha, geben. Nein, weißt du, was ich meine? Aber es ist ja auch so, man muss geben. Ich sage immer, du kannst nicht Erfolg haben und nichts geben. Ja. Du musst was machen. Du kannst nicht. Meinst es ja auch, so, auch im immateriellen Sinne. Das ist im materiellen Sinne, ja. Aber auch. Nein, im immateriellen meinte ich. Achso, ja, ja, oder? So. Also, ja. Ich habe aber auch im materiellen. Nee, beides. Genau. Nee, beides. Ja. Genau, wenn beides. Du jetzt Erfolg hast, ja. Wenn du jetzt Erfolg hast und du sagst, hey, mir geht's eigentlich gut, ich kann mit dem eigentlich gut leben, jetzt habe ich aber was über und so weiter. Natürlich kannst du es auch sparen, kannst auch da, aber ich finde trotzdem, man muss auch mal hier und dort investieren oder investieren, ohne dafür was zurückzubekommen. Genau, aber aus freiwilligen Stücken und nicht, weil die, ja, weil die Politik absolut. Es sagt. Nicht, ja, nee, genau. Nee. Nee, nicht, weil die Politik und auch sagt, nicht, genau. Um was zurückzubekommen. Und nicht aus Imagegründen. Ja. Nein, natürlich genau. Nicht. Nee, genau, ja. Aber das ist ja das. Du musst es wirklich vom Herzen machen. Ich habe immer schon, bevor ich überhaupt, sag ich mal, ja, ich habe ja nicht gedacht, dass ich mal bekannt werde oder irgendwas in der Richtung, aber ich habe gedacht, wenn ich bekannt werde, und das habe ich wirklich davor schon gesagt, dann will ich meinen Namen nutzen für gute Dinge irgendwie, also dafür. Mhm. Weil das was Schönes ist. Ich habe ja auch nicht umsonst Zivildienst gemacht und so Sachen, habe dann gemerkt, das war auch zum Beispiel Sinn des Lebens, ne? Älteren Menschen zu helfen. Mhm. Also ich sage, das Thema ist groß, aber ich glaube, die Liebe ist, am Ende ist immer wieder die Liebe. Helfen, Menschen helfen, hat auch was mit Liebe zu tun. Die Liebe ist so der ganz große, ja, viele verwenden halt nur noch Liebe so und wie soll ich sagen, wie so, I love you. So. Yeah. Und dann denkst du, ja, meinst du es jetzt auch so? Oder machst du es jetzt einfach, weil es cool ist oder weil es auf der Karte steht, so schön geschrieben, I love. So. Also das ist so mittlerweile inflationär geworden, bis dann dieses Love. Ja, viele verwechseln ja auch Liebe damit oder die definieren Liebe, der andere füllt einen Mangel in mir und deswegen liebe ich ihn. So. Sehr aber gut, das hat ja überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Nee. So. Und das du kannst auch nur lieben, wenn du selber mit dir glücklich bist. Du musst dich selber auch lieben. Und das ist auch wieder so, da wurde ich auch mal falsch zitiert, deswegen sage ich das jetzt hier. Ich habe irgendwie gesagt, ja, man muss selber, so, als klang so narzisstisch. Ach, du selbst, er liebt sich selber. Ja, ja. Nein. Das sich selber annehmen. Genau. Wenn du dich hasst, also wenn du so, dann wie sollst du denn Liebe geben, wenn du dich selber so hasst? Oder genau. So, dann bist du ja schon so. Also du musst dich annehmen und musst dich irgendwo auch, du kannst da sagen, oh, ich muss vielleicht ein bisschen trainieren, ich muss das gefällt mir hier nicht oder so. Das kannst du alles machen. Aber du musst dich innerlich, musst du zufrieden sein in dem Sinne, dass du sagst, okay, ich glaube, ich kann mich als Freund akzeptieren. So. Ja. Genau. Ne? Ich glaube auch, dass so Leute, die sich so verhalten wie Arschlöcher, da denken ja manche ja, die lieben sich selbst. Aber das glaube ich eben nicht, weil ich glaube, jemand, der sich selbst... Unglücklich. Genau, die sind nämlich, glaube ich, ganz unglücklich eigentlich mit sich auch und verdrängen oder das. Oder arrogante Menschen genauso. Ja. Wenn du es gibt ja manche, die sind so arrogant, dass du das Gefühl hast, du bist wie dumm. Du stehst so wie so ein... Der denkt, du bist dumm und du fühlst dich auch dumm in dem Moment, weil du denkst, nur weil ich jetzt vielleicht Dialekt mehr rede oder irgendwas, weißt du, das sind ja auch so Sachen, die ich auch manchmal erlebt habe mit meinem Dialekt, die gewisse Naivität oder so, was es ja natürlich auch irgendwo versteckt rüberbringt, weil es auch was Sympathisches irgendwo ist, aber es hat auch was bisschen Naives, ne, unser Dialekt. Und das kann natürlich auch manchmal von manchen falsch oder ausgenutzt werden oder interpretiert werden, wie auch immer. Aber ich
Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Siehst du, jetzt habe ich den Faden. Dass arrogante Leute einen manchmal so dumm fühlen lassen. Genau. So, ja. Genau, und das ist auch für mich, bis ich da mal verstanden habe, dass Arroganz auch totale Schwäche ist. Mhm. Ja klar, das ist ja, die projizieren ja einfach die eigene Schwäche nach außen. So. Ja. Weil sie sich dann größer fühlen können, wenn sie jemand anderen unter sich stellen. Ja, weil sie selber kein Selbstwertgefühl haben. Ja. Es geht immer, es läuft immer auf Selbstwertgefühl hinaus. Und sich selber erkennen und annehmen. Da kommt dann wieder Mobbing, das Stichwort Mobbing auch. Klar. Das hat ja auch damit zu tun. Mhm. Warum machst du einen anderen fertig? Wieso? Ja, nicht weil derjenige... Genau. Ja. Also, und das hat nicht unbedingt damit zu tun, weil es Kinder sind. Kinder können grausam sein zueinander, aber trotzdem, es hat auch immer was mit Erziehung zu tun. Mhm. Immer. Und Umfeld. Auch wichtig. Ja, es reicht nicht nur, weißt du, es gibt ja manchmal, du denkst, hey, die Eltern sind doch so lieb. Ja, aber was ist denn da noch? Wo sind die noch? Mhm. Warum? Das ist, Umfeld ist so A und O. Total. Und deswegen sind, man muss den Kindern, deswegen habe ich, um nochmal auf das, nochmal zum Schluss das zu sagen. Ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge bisher, oder? Ich glaube auch. Aber ich wollte es nochmal sagen, zum Schluss mit dieser Liebe. Deswegen überhäufe ich meine Kinder auch mit Liebe, wo man sagt, heute ist aber echt viel. Ja, weil ich sage 10.000 Mal, ich liebe dich, und weil ich das, weil meine Mutter hat es bei mir gemacht auch. Mein Vater hat mich auch geliebt, aber konnte es manchmal nicht so ausdrücken, ne? Weil es ist auch eine andere Generation und ist auch ganz anders aufgewachsen. Aber meine Mutter hat es echt, und ich habe damals das teilweise auch gedacht, oh, es war vielleicht ein bisschen zu viel manchmal, und so ein bisschen fast schon so zu viel, so, aber nee, es war nicht zu viel. Es ist genau richtig. Es ist genau richtig, weil Kinder können nicht genug Liebe bekommen. Also genau. Das gibt genug, da genug. Nein, es ist wichtig, denen zu sagen, oder stolz, ich bin stolz auf dich. So wichtig. Ja. Ich kenne das bei Jungs oft, bei Männern. Das höre ich manchmal, denen fehlt irgendwas. Und dann sage ich, was ist denn? Dann habe ich manchmal näher gefragt und dann sage ich, ja, ich hätte mir so gewünscht, dass mein Vater hat oder meine Mutter zu mir mal sagt, ich bin stolz auf dich, mein Junge. Und das nicht nur einmal in 20 Jahren, sondern öfter. Und da merkst du immer wieder, wie wichtig, und vor allem für Jungs, das auch wichtig ist, sowas zu sagen. Deswegen, und da kommen wir wieder auf die Liebe. Also Liebe ist es auch nur. Ja, ich glaube, Liebe ist wirklich auch wäre ein Heilmittel für die Welt. Also wenn jedes Kind eben mit Liebe überschüttet würde, dann wäre die Welt ein so viel besserer Ort. Ja, das stimmt. Deswegen. Aber manchmal gibt es auch auf dieser Welt so ein paar Momente, das habt ihr vielleicht auch, wo du denkst, oh, das ist jetzt so ein kleiner Vorgeschmack aufs Paradies. Ja. So ein bisschen so, wenn du jetzt gläubig bist und so, aber weißt du, so ein bisschen, so gibt es Momente, wo du sagst, oder es gibt so Sachen, wo du sagst, deswegen sagt man, oh, ich möchte diesen Moment jetzt festhalten oder kannst du dich die Zeit anhalten, ja, weil es gerade so schön ist. Ja. Aber das muss man halt genießen, die schönen Momente genießen, weil die schlechten kommen sowieso. Ja, genau. So, das ist doch ein schöner Abschluss jetzt. Ja. Und überlegt, welches Schlusswort. Genau. Nein. Kam mir zu. Also, man kann dein Buch jetzt schon vorbestellen. Auch das Hörbuch? Das Hörbuch noch nicht. Nee, das muss ich noch aufnehmen. Aber das Buch kann man schon vorbestellen auf, ich muss jetzt mal sagen, Amazon und so. Aber es gibt auch einen Buchhändler, die auch viele, viele tolle Buchhändler. Und das sind, da müsst ihr am meisten bestimmen, weil die Buchhändler sind gerade die auch. Gibt auch einige, die echt in dieser Zeit auch gelitten haben, die genau nicht nur mein Buch, sondern auch andere Bücher jetzt verkaufen müssen, sollten. Ja, viele kleinere Buchhandlungen haben ja auch Internetseiten, wo man bestellen kann und so. Genau. Ja, und das Hörbuch ist, glaube ich, auch richtig cool, weil wir eben nochmal gesagt haben, okay, wie viel lesen die Leute vielleicht noch und so. Aber ich glaube, Hörbücher, die passen eigentlich perfekt in die Zeit, weil Leute ja auch viel parallel machen wollen. Ja. Während sie was anderes machen, hört man dann dein Buch. Ja, ich hoffe. Ich werde es auch selber einsprechen. Das haben nämlich auch einige gefragt, ob ich das selber einspreche. Ja klar, ich finde bei einer Biografie oder über mein Leben, das kann kein anderer vorlesen. Dann lieber nicht machen. Genau. Also wenn, dann lese ich jetzt vor. Und ich hoffe, das ist einigermaßen gut. Ich bin ja eigentlich ganz gut im Lesen, weil ich bin auch noch Lesebotschafter. Wisst ihr, ich bin echt Lesebotschafter. Ich habe sogar einen Preis dafür gekriegt. Da war ich total stolz. Weil ich fand weil ich immer seit mehreren Jahren dafür plädiere, vorzulesen und zu lesen. Und auch den Kindern und so. Und deswegen
bin ich da eigentlich ganz gut trainiert im Vorlesen. Auch vor allem habe ich das letzte Buch, mein Sohn wollte das, der Ritter Tränk. Das ist so ein richtig dickes Buch, ne, für so ein kleiner Junge. So, weil das schaffst du gar nicht an einem Abend. Aber das hat sogar mich echt bewegt, diese Geschichte vom Leibeigenen zum Ritter. Also so eine Art Geschichte, so, aber alt Kinderbuch, aber total richtig gut. Kann ich nur jedem empfehlen. Ist nicht von mir. Machen noch Werbung für ein anderes Buch. Für ein anderes Buch, genau. Ja, Ritter Tränk. Also das ist Hammer. Cool. Ja, hat richtig, richtig Bock mit dir gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. Und ja, vielleicht machen wir dann euch noch eine weitere philosophische Frage. Ja, genau. Das wäre super. Ja, das müssen wir echt mal machen. Ja, weil gerne. Ich glaube, du bist auch so ein Philosoph. Und Joyce ist auch, Joyce, du bist, glaube ich, du bist auch ein Philosoph, aber das ist ganz gut, wenn wir beide uns unterhalten über richtig tiefe philosophische Sachen, dass du dann ab und zu der Puffer, weißt du, so, ey, warte, Jungs, trink mal was. Ach, das glaube ich gar nicht, dass Joyce da so auf einer anderen Ebene funkt. Ich glaube, wir werden, glaube ich, alle auch sehr, du bist auch, glaube ich, sehr, sehr tiefsinnig. Schon, ja. Ich habe damals auch tatsächlich überlegt, ob ich Philosophie studiere, weil ich das in der Schule immer super geil fand, das Fach. Ey, dann sind wir doch dafür geboren. Ja. Das philosophische Trio, ja. Genau. Das machen wir dann nochmal. Kurz bevor das Buch dann rauskommt, machen wir dann nochmal. Ja, genau, stimmt. Wollten wir, glaube ich, auch eben machen, dass du das Buch dann auch in der Hand hast. Richtig, und so. Und ja, vielleicht, dass ihr vielleicht mal ein paar Sachen reinlesen könnt. Cool. Ja, vielen, vielen Dank. Das war sehr toll, das Gespräch mit euch. Also das hat mir sehr, sehr, also sehr gut gefallen. Das war vor allem sehr tiefsinnig. Ja, und voll. Natürlich mit dem einen oder anderen mal auch schmunzeln. Aber das war richtig, vor allem, ich glaube, ich hoffe, dass wir den Menschen, die jetzt dazugehört haben, auch vielleicht ein paar Anregungen gegeben oder Tipps oder vielleicht auch Hilfe. Genau. Da bin ich mir sicher, genau. Ja. Vielen, vielen Dank, wirklich. Ja. Es war sehr, bist danke, auf jeden Fall mega sympathisch. Habe ich nicht zu viel versprochen. Auch, ja. Hatte Joyce schon gesagt, aber wollte das nochmal so face-to-face loswerden. Vielen Dank. Ja, dann verabschieden wir uns auch von den Leuten draußen. Oder wolltest du noch was sagen, Bülent? Ich wollte nur sagen, wenn wir irgendwann mal, wenn es mit der Corona-Scheiße besser wird, dass wir dann auch mal einen trinken zusammen, ne? Ja, auf jeden Fall. Einmal in der Woche darf ich ja. Einmal in der Woche, da hauen wir rein. Geil. Ja, cool. Okay, Nico willst du noch Tschüss sagen? Okay, er sagt auch noch, ich will nochmal winken. Ciao. Cool. Okay. So. Also, alles Gute euch. Danken wir den Zuschauern. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Genau, und kauft das Buch von Bülent. So, genau. Tschüss. Ciao. Danke, ciao. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk.